Hallöchen. Schön, dass ihr alle hergefunden habt. Zu mir her und dem Kater. Er hat so ein bisschen das Gesicht Richtung Meditation. Also waren wir heute, keine Ahnung. Schön, dass ihr hergefunden habt zu meinem Strich-Podcast und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier meinen kleinen Strich-Podcast hier auf YouTube. Ich heiße Damaris. Ich glaube, ich stelle mich in kaum einem Video vor. Gehe irgendwie immer davon aus, ihr wisst, wer ich bin, auch wenn ich sicher immer mal wieder neue Zuschauer habe und die keinen Plan haben, wer ich bin. Egal. Ich vergesse das einfach immer. Manchmal erinnere ich mich, so wie heute. Ich bin Damaris. Hier wird meistens gestrickt, manchmal wird gehäkelt und ganz, ganz selten wird auch mal was genäht. Aber ganz, ganz selten, weil ich habe da nicht so die Muse dazu. Das hier ist heute, so wie es aussieht, mein Co-Moderator. Ihr seht, er hat einen sehr entspannten Gesichtsausdruck. Wenn es nach ihm ginge, würde der jetzt hier bleiben, so lange, bis, keine Ahnung, mir die Beine abfallen. Also nicht nur einschlafen, sondern richtig abfallen. Und ich eigentlich kein Video machen kann, so. Wir müssen uns da einfach was überlegen, ja. Jo, ich habe so einiges für euch wieder heute. Ein bisschen was wiederholt sich. Das ist vielleicht nicht ganz so aufregend, aber wir haben auch ein bisschen was Neues und ein bisschen was Ausprobiertes und natürlich wieder eine Buchvorstellung. Gott sei Dank. Also ich habe noch zwei Bücher übrig, die ich euch vorstellen muss, will vor allem, nicht nur muss, aber will. Zwei Bücher, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe von den jeweiligen Verlagen. Immer noch die zwei. Und dann haben wir ein neues, das habe ich mir vor, keine Ahnung, 2 oder 3 Wochen gekauft. Das ist nur ganz klein, aber ja. Und heute Nachmittag gehe ich dann nochmal 4 neue holen. Also ich finde das natürlich super, super toll und super aufregend. Und ja, von den 4 neuen Büchern werden sich wahrscheinlich 3 als Rezensionsmaterial eignen. Das vierte vielleicht ein bisschen weniger, weil das wollte ich schon lange haben und hatte nur. Ich möchte jetzt nicht sagen, keine Ahnung. Ich hatte schon eine Ahnung, wie ungefähr ich zu dem Buch komme. Es war sehr kompliziert. Das ist von einer norwegischen Autorin, die effektiv dieses Buch nur von Norwegen aus verkauft, verschickt, wie auch immer. Und das ist ein bisschen kompliziert, da dran zu kommen, ja. Und da wäre ein kleiner Aufwand nötig gewesen. Aber ich habe das Buch jetzt zufällig bestellt bekommen. Ganz blöd gesagt, über meinen Arbeitgeber. Ja, mein Arbeitgeber ist, oh Gott, mein Arbeitgeber hat mehrere verschiedene Branchen sozusagen und eine davon sind dann auch Bücher. Und das war dann so ein kleiner Glücksgriff, dass die in ihrem Online-Shop das Buch aufgelistet hatten. Schweineteuer, richtig, richtig, mega, mega teuer. Ich glaube, auch wenn ich es bei der Autorin selbst bestellt hätte, wäre es auch so teuer gewesen. Also richtig, richtig teuer. Aber ich wollte das haben. Ich wollte das schon so lange haben. Und man hat mir so mit die Arbeit gespart, das über Umwegen zu bestellen oder über Umwegen zu kaufen, sondern ich konnte das über einen Mausklick online bestellen und muss es heute nur mehr abholen. Also ich freue mich da schon drauf. Ja, eigentlich wollte ich euch den Elefanten im Raum hier zeigen und zwar meinen Ursina, den ich anhab, damit ich euch den zeigen kann. Aber mit Katze auf dem Schoß ist das ein bisschen kompliziert. Somit machen wir jetzt einen kleinen Abschweifer zu einem anderen fertigen Projekt. Und ich hoffe dann ganz einfach, dass der Kater, bis ich bei dem hier fertig bin, entschieden hat, von meinem Schoß runterzugehen, damit ich euch die Ursina zeigen kann. Ich habe nämlich mehrere fertige Projekte, aber 2 super tolle. Und das erste super tolle Projekt hier, das ist meine Küstenmaschenjacke. Ich habe die fertig. Logisch habe ich die fertig, weil das letzte Mal, ich muss nur noch das Bündchen fertig machen. Oder hatte ich das Bündchen schon fertig? Kann auch sein, dass ich das Bündchen schon fertig hatte. Ja, du bist ein bisschen im Weg. Ganz minimal. Ja, ich weiß. Hatte ich das Bündchen schon fertig oder hatte ich das Bündchen noch nicht fertig? Keine Ahnung.
Auf alle Fälle war die Jacke noch nicht perfekt, noch nicht fertig. Die Fäden waren nicht vernäht. Ich hatte noch keine Knöpfe ausgesucht. Ich wusste noch nicht, was ich mit dem Bündchen mache. Der Kater liebt die Jacke. Ich wusste noch nicht, was ich mit dem Bündchen hier mache, ob ich es mit der Knopfleiste, ob ich sie lasse oder ob ich sie nochmal aufmache, ob ich die Jacke wasche und spanne oder wie genau ich das einfach mache, damit sich das Bündchen hier nicht ganz so stark zusammenzieht. Aber ich habe die dann natürlich fertig gemacht, weil das war einfach, also es ist wirklich eines meiner Lieblingsprojekte seit langem. Und ja, die Jacke ist jetzt fertig. Schau mal. Katze. Katze Kim. Ave Marie. Er darf immer gern kuscheln kommen, aber er kommt immer zu den ungünstigsten Momenten. Das ist dann halt nun mal so. Gell? Also, meine Küstenmaschenjacke. Und zwar gestrickt aus der Wolle der Schafe meines Arbeitskollegen. Gell? Das wisst ihr ja noch. Und zwar aus dem Buch. Ihr könnt es euch vorstellen, ich habe heute mal wieder Bücher hier noch und nöcher. Küstenmaschen. Da habe ich sogar schon mein nächstes Projekt rausgesucht. Das habe ich noch nicht angeschlagen, aber ich weiß schon, ich habe schon Wolle, ganz spezielle Wolle und schon ein nächstes Projekt da drin. Wann auch immer ich Zeit habe, wie auch immer ich, was auch immer ich als nächstes anschlage, keine Ahnung, aber das steht auf alle Fälle ganz weit oben auf meiner To-Do-Liste. Die Küstenmaschenjacke. Ich habe keinen Plan, wo ich das letzte Mal war. Hatte ich die beiden Bündchen schon fertig? Wenn nicht, habe ich dann halt noch das Bündchen fertig abgekettet. Ich habe alle Fäden vernäht. Ich habe mir Knöpfe rausgesucht. Und zwar sind das metallene Knöpfe. Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt Silber ist, aber es ist auf alle Fälle Metall. Das sind metallene Knöpfe. Dadurch, dass man da nur diese 5 braucht, dachte ich mir, das ist jetzt nicht ganz so schwer. Also es ist ja immer so, wenn ihr eine Strickjacke habt und ihr hängt da ganz viele schwere metallene Knöpfe dran, dann zieht's das da vorne so runter und das wollte ich natürlich nicht. Aber hier musste ich nur 5 Knöpfe dran nähen und 5 hält die Jacke aus. Denn die Wolle ist sehr, sehr robust, sehr formstabil, muss ich sagen. Und die kann das ab, ja? Also die 5 Knöpfe da, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe alle Fäden vernäht, ich habe innen den Stick nicht versäubert, sondern ja, schon ein bisschen, aber nicht so ganz perfekt. Und zwar einfach, weil ich keine Lust drauf hatte, mir da dieses Webband dran zu nähen. Das war mir einfach, der Aufwand war mir einfach viel zu groß. Und im Moment, so wie es jetzt gerade ist, stört mich das nicht, ja? Und zwar habe ich das einfach, ich habe innen, ihr seht ja die Knöpfe, vielleicht wäre es schöner, wenn ich euch die andere Seite zeige. Und zwar habe ich das innen, man sieht das gar nicht, weil ich es natürlich mit einem schwarzen Wollfaden gemacht habe. Ich habe hier innen diese Kante, wo ich aufgeschnitten habe, also die Stickmaschen. Man sieht hier schon noch ein bisschen was von dem roten Faden, ja. Und ich habe das ganz, ganz grob mit einem schwarzen Wollfaden angenäht, aber ganz, ganz grob. Das sehe halt ich jetzt in der Kamera, glaube ich, sieht man das gar nicht. Nö, ich glaube es nicht. Aber wirklich ganz, ganz grob und ganz, ganz simpel angenäht. Einfach damit diese Kante hier flach anliegt und da und dass ich da so keine so megamäßige Wulst habe, ja. Sollte mich die Muse irgendwann packen, habe ich so ein wunderschönes Webband, das habe ich euch das letzte Mal auch schon erzählt, ein wunderschönes Webband mit Schafen drauf. Und das wäre natürlich perfekt für die Jacke, weil, wie gesagt, die Wolle ist nur ein paar Kilometer von mir entfernt aufgewachsen, sozusagen. Und die Schafe sind natürlich megamäßig süß, das würde zur Jacke passen, aber ich muss da wirklich, also ich sitze da nicht gerade den ganzen Nachmittag, das ist jetzt vielleicht schon übertrieben, aber ich würde mal sagen, 2 bis 3 Stunden sitze ich da, um nur dieses Webband auf beiden Seiten von Hand anzunähen. Und zwar so eben anzunähen, dass man da vorne nichts sieht. Und das ist ein großer Aufwand. Für mich, wo ich nicht so nähbegeistert bin, ist das ein großer Aufwand. Und bei der Fuchsjacke für meine beste Freundin oder für, ja, da habe ich mir die Arbeit angetan und weiß eben, wie langwierig das eben ist. Ja, also das waren wirklich mehrere Stunden. Und da musste ich mich dann wirklich am richtigen Tag hinsetzen, wo ich Lust hatte.
hinsetzen und dieses Webband annähen. Und dann habe ich das auch geschafft. Also es hat vielleicht so 2 Stunden, hat sicher gedauert. Aber da hatte ich dann auch Lust. Und ich hatte nicht noch 5 andere Projekte rundherum, weil dann hätte ich lieber bei denen weitergemacht. Sondern ich hatte nur das eine Projekt mit dabei, Faden und Nähnadel und das Webband, und habe das dann in einem Stück durchgezogen, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite. Und dann war das erledigt. Aber ich muss da wirklich, als ich glaube, das blieb 14 Tage liegen wahrscheinlich, so in der Richtung, und hat eigentlich nur mehr aufs Webband gewartet. Und jetzt wartet die hier halt eigentlich auch nur mehr aufs Webband. Keine Ahnung, ob die jemals eins bekommt. Da sehe ich dann auch, wie sich hier so diese Fadenenden verhalten. Wenn ich sehe, dass die Kante hier oder wie ich es vernäht habe, dass das so ein bisschen sich aufdröselt oder so, oder dass das ein bisschen unruhiger wird, wie es ja eh schon ist, dann werde ich mir die Arbeit halt irgendwann mal antun müssen. Und bis dahin werde ich die Jacke tragen. Also die Jacke ist jetzt natürlich schon seit 2 Wochen fertig, logisch. So viel hat da ja nicht mehr gefehlt. Und ich glaube, ich habe die jetzt schon, keine Ahnung, 5, 6 Mal getragen. Ich liebe die Jacke. Eben hier die Knöpfe. Und das ist dann halt die Innenseite mit der anderen Leiste. Ich habe das Bündchen, ich habe die Knopfleiste so gelassen, wie sie war. Ich habe sie nicht nochmal aufgemacht und ich habe sie aber auch nicht gewaschen und gespannt. Denn ich habe die Jacke fertig gemacht und habe die dann am nächsten Tag im Büro angezogen. Weil ich war so überglücklich. Ich finde die Jacke immer noch toll. Das ist eindeutig wahrscheinlich in meinem ganzen Kleiderschrank momentan mein Lieblingsstück. Schon alleine, wie sie sitzt, die lässt sich super tragen, die ist richtig angenehm, die hat so eine leichte, die hat so ganz bisschen was von einer Bomberjacke mit den Ärmeln hier, ja. Genial einfach nur. Ich bin da richtig, richtig glücklich mit. Die Wolle ist in der Form, so wie sie hier verstrickt ist, auch mit dem Kraus rechts hier, nicht kratzig, meiner Meinung nach, nicht kratzig. Ich habe warm, aber auch nicht zu warm, also die ist sowas von perfekt temperaturausgleichend. Ob da im Büro den ganzen Tag über die Heizung läuft oder eben nicht, ich merk's nicht, keine Ahnung. Die ist genial einfach nur. Ich kann die drüber schmeißen und dann sitzt die. Und das Lustige war eben, ich habe die dann angezogen früh morgens und dachte mir so, jetzt schaust du mal, wie das jetzt hier mit dieser Knopfleiste läuft, ob sich das ganz, ganz schlimm zusammenzieht oder nicht. Dann habe ich die so ein bisschen in die richtige Richtung gezuppelt und auch weil das Gewicht der Knöpfe dann bisschen mitarbeitet, zieht sich das Ganze getragener, lange nicht so stark zusammen, wie es halt hätte sein können. Ja, also wenn ich die hier aufmache, die Knopfleiste, dann zieht sich das zusammen, logischerweise. Wenn ich die Jacke so geschlossen trage, dann sieht man da gar nichts. Also das zieht sich nicht zusammen. Das ist wunderbar. Und dann dachte ich mir auch, okay, dann kann ich das jetzt so lassen. Und wenn ich dann irgendwann mal lustig bin, dann wasche ich die vielleicht auf und lege die dann so hin und spanne mir die Knopfleiste ein bisschen in die richtige Richtung, dass das alles von alleine schon funktioniert. Aber so wie sie jetzt schon ist, ihr seht es auch da unten, ist jetzt nicht, dass sich das megamäßig zusammenzieht. Und ja, es ist wirklich mein neues Lieblingskleidungsstück. Also ich bin so begeistert von dem Dingens hier. Genial. Ich habe oben hier einen Gummi eingezogen, das schon. Weil ich nämlich gesehen habe, wie auch bei meinem Isländer, das ist ja dieser braun-weiße Pulli, den ich aus derselben Wolle am Ende, dieselbe Wolle gestrickt habe, auch so eine robuste von den Schafen meines Arbeitskollegen. Und da war oben das Bündchen ein bisschen zu weit und diese Wolle, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, die leiert ein bisschen aus. Das ist alles nicht so die richtige Beschreibung. Also wenn ich das Bündchen so stricke, dass es diesen Umfang hat, dann hat das Bündchen diesen Umfang. Es zieht sich nicht mehr zusammen, es leiert auch nicht weiter aus, aber es hat diesen Umfang. Und der am Isländer, der Ausschnitt, der ist einfach ein bisschen zu weit. Und auch da hat mich dann irgendwann die Muse gepackt und dann habe ich ganz, ganz simpel so einen ganz dünnen Gummi eingezogen. Den sieht man hier auch gar nicht. Ja, ich sehe ihn halt, aber hier in der Kamera werde ich den kaum sehen. Ich bezweifle das. Seht ihr da, wie sich der da so ein bisschen durchschlängelt? Ich glaube nicht, dass ihr den seht. Aber ich habe auf alle Fälle bei meinem Eastender, bin ich da einmal durch und habe den ganz leicht enger gezogen, einfach damit er sich nicht weiter ausleiert. Sollte die Wolle irgendwann mal nachgeben oder auch beim Waschen,
damit da einfach die Tendenz ist, dass der so bleibt, wie er ist, der Ausschnitt. Und dann, weil ich schon gerade dabei war, habe ich das hier auch gemacht, ja. Ich habe auch hier einmal alle Maschen, nee, aufgefangen ist das falsche Wort, aber ich bin mit dem Gummi einmal durch alle Maschen. Ich habe den vorne am der Knopfleiste festgemacht, bin einmal die ganze Runde und auf der anderen Seite bei der Knopfleiste wieder festgemacht. Somit ist auch bei dieser Jacke hier, der Ausschnitt ist so groß, wie er ist, aber somit verhindere ich zumindest, dass er weiter wird, sollte sich die Wolle, warum auch immer, irgendwann mit der Zeit oder mit dem eigenen Gewicht ein bisschen ausleiern. Somit verhindere ich das einfach. Und die Jacke, die sitzt megamäßig gut. Ach, es ist wirklich, es ist mein Lieblingskleidungsstück zurzeit. Ganz egal, ob warm oder kalt. Sie hat auch die richtige Länge. Sie ist nicht zu lang, sie ist aber auch nicht kurz. Und sie riecht nach Schaf. Was will man mehr? Deshalb mag sie auch der Kater. Also der Kater liebt diese Wolle. Alles, was ich aus der Wolle mache. Wenn ich die Boxen aufmache, wo ich die hier drin habe, diese vier Farben, ich habe da ja vier verschiedene Farben, weil ich irgendwas suche oder einen Knäuel rausholen muss oder was auch immer, dann stibitzt er sich so einen Strang von der Wolle, trägt die durch die Wohnung und wälzt sich dann darin. Also da macht er wirklich Party mit dem Garn, weil ihm das so gut schmeckt, wortwörtlich. Und ich bin da ja auch begeistert. Also schön, einfach nur schön. Einfach nur schön. Die ist fertig. Und dadurch, dass der Kater jetzt nicht mehr auf mir oben sitzt, kann ich euch jetzt auch die Ursina zeigen. Die ist natürlich jetzt voller Katzenhaare. Das ist das einzig Negative an diesem Pulli bzw. an dieser Wolle. Und zwar die Ursina, das hier ist die Anleitung, die hat schon bessere Zeiten gesehen, die musste aber bei mir im Projektbeutel immer mit dabei sein, deshalb ist die so ein bisschen zerknittert. Ich habe die Ursina gestrickt aus Kranke Soul Wool und zwar heißt die Reborn Wool Recycled. Das sind drei Wörter, die ich in der richtigen Reihenfolge, da muss ich mich konzentrieren, dass ich die in der richtigen Reihenfolge auf die Reihe bringe. Die hat eine Lauflänge, ich glaube 100 Gramm, 250 Meter. Und ich habe jetzt auch geschaut, wie viel ich für den Pulli gebraucht habe. Ich hatte ursprünglich 7 ganze Stränge und ich habe jetzt 2,5, 2, 3 Viertel übrig. Das heißt, ich habe 4 volle Stränge gebraucht und den 5. musste ich anbrauchen, um den Ärmel fertig zu machen. Wie viel ich davon verbraucht habe, habe ich leider nicht auf dem Schirm. Aber bei 250 Meter auf 100 Gramm, dann sind es 1000 und ein paar zerquetschte. Und das finde ich eh ganz normal. Ich berechne meine Garnmenge. Ich habe dann nur eine einzige Info. Und zwar, wenn ich einen Pulli stricke mit Nadelstärke 4 mm. Und der sollte mir ganz normal und bequem sitzen. Also nicht größer wie normal und nicht kleiner wie normal. Dann brauche ich für eine Nadelstärke 4 mm. ungefähr 1200 Meter. Ich habe lange Arme, deshalb brauche ich meistens ein bisschen mehr, wie vielleicht in der Anleitung angegeben. Ich möchte auch, dass meine Ärmel immer gut sitzen und nicht hier hinten irgendwo landen, weil das nervt mich. Deshalb weiß ich ungefähr 1200 Meter, da habe ich sogar ein bisschen Spiel, aber das passt. Und wenn ich dann mit einer 4,5er stricke, dann weiß ich, okay, eigentlich 1100 würden da auch reichen. Wenn er vielleicht ein bisschen cropped ist, dann auch 1000. Oder wenn es ein Kurzärmel ist, dann vielleicht auch nur 900. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich effektiv brauche, aber ich weiß, dass ich bei einer 4 mm für einen normalen Pulli 1200 Meter brauche. Und dann rechne ich halt was dazu oder was weg, je nachdem, dann ein bisschen so ein Gefühl, ja. Ich kann es euch nicht ganz erklären. Die Ursina, gestrickt mit einer 4,5er. Und ja, diesen Katzenhaarmagnet, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Wolle recycelt ist. Ich habe nämlich von der Zuschauerin einen Kommentar bekommen, dass ihr das auch aufgefallen ist, dass bei recycelten Garnen sich die Katzenhaare ihrer Katze wunderbar und absolut gern dran heften. Und ich merke es hier eben auch. Also die Schafwolle, da klebt nichts wirklich dran. Und wenn, dann bekommt man es ganz leicht weg. So manche andere Garne, logisch sind da Katzenhaare drauf, wenn ich eine Katze habe, weil die Katzenhaare sind bei mir überall, das ist halt so. Also loswerden tue ich die sicherlich so schnell nicht, die Katzenhaare, nicht die Katze. Aber es ist halt auffallend, wo sich das so gerne dran klebt und wo eben nicht so gerne. Aber hier klebt es wirklich wie ein Magnet, also das ist, die Katze sitzt da und die Haare sind da, ist halt so.
Ja, der ist fertig. Ihr seht hier vorne, ich glaube, das sieht man so ganz gut, das Dreieck vom Halbpatent, das hier einmal die ganze Runde läuft. Hier sind Halbpatentmaschen. Hinten am Rücken ist auch so ein Dreieck und in der Mitte läuft eine Masche runter. Die ganzen Raglan-Schrägen haben diese Halbpatentmasche. Hier vorne läuft auch eine runter. Ja, und das Einzige, die Änderung, die ich gemacht habe, einzige Änderung, aber die Änderung, die ich gemacht habe, effektiv, statt es so zu machen wie in der Anleitung, ich habe dieses Halbpatent, das ist hier ein perfektes Beispiel für die Katzenhaare, ich habe das Halbpatent am Ärmelbündchen wieder aufgenommen. Ja, also ich dachte mir einfach, das sieht da vorne sicher besser aus, wenn ich dasselbe Muster wie auch hier unten einfach nochmal mache. Der Ärmel ist geradeaus runtergestrickt, das heißt, er ist hier ein bisschen weiter, wie ich das normalerweise gewohnt bin. Ja, ich muss mich da auch jeden Tag, wenn ich den Pulli anziehe, wieder von neuem dran gewöhnen. Normalerweise sind meine Ärmelbündchen oder die Bündchen da vorne ganz eng, aber richtig schön anliegend, damit da kein Luftzug reinkommt und ja. Und die sind jetzt einfach mal ein bisschen anders gestrickt, die Ärmel hier, und ich muss mich dran gewöhnen. Also sobald ich den Pulli anziehe, finde ich es komisch. Also wenn ich den Pulli morgens anziehe, dann gehe ich auf Arbeit und dann fällt mir das schon nicht mehr auf, ja. Das ist nur früh morgens, wenn ich den anziehe, so die ersten 10 Minuten, Viertelstunde, da muss ich mich dran gewöhnen. Den Ärmel habe ich geradeaus runtergestrickt und dann nur vor dem Bündchen, bevor ich das Bündchen gemacht habe, habe ich glaube, 10, 11, 12 Maschen abgenommen, sowas in die Richtung, ja. Weil Halbpatent wie auch Vollpatent haben so die Tendenz oder neigen dazu, auch dann vielleicht im gewaschenen Zustand in die Breite zu gehen, ja. Und der Ärmel ist so schon locker, ich brauche keinen Ärmel bis hier runter. Somit habe ich ein paar Maschen abgenommen und habe dann die Maschenanzahl ans Muster angepasst und habe dann einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das waren, 10, 12, 15 Runden Halbpatent daran gestrickt. Und dann italienisch abgekettet, wie auch hier das Bündchen. Ja, ich habe den Pulli schon gewaschen und gespannt nicht, aber einfach einmal flach hingelegt, weil ich mir eben dachte, wenn ich den wasche, vielleicht geht dann das mit dem Katzenhaarmagnet ein bisschen weg. Aber nö, das hat keinen Unterschied gemacht. Und ich habe den Pulli jetzt auch schon. Ich trage den recht gern. Also ich finde den schon super. Schon alleine das Muster da vorne gefällt mir megamäßig gut, dass es so im Dreieck so runterläuft. Das gefällt mir megamäßig gut. Er hat eine richtige Länge, ganz egal für welche Hosen. Er ist nicht allzu dick, aber ist auch nicht dünn. Ja, wie gesagt, das einzige Problem ist das mit dem Problem. Ich habe eine Fusselrolle, ja. Aber da muss ich mich halt dran erinnern, bevor ich aus dem Haus gehe, einmal mit der Fusselrolle drüber und dann passt es auch. Aber ja, meine Ursina. Ich bin mit dem Endprodukt sehr zufrieden. Das ist jetzt zwar nicht mein Lieblingspulli, weil ich habe die Strickjacke. Das ist mein absolutes Lieblingskleidungsstück zurzeit. Aber ich habe den jetzt auch schon, ich glaube, 3, 4 Mal hatte ich den jetzt schon an, seit ich den fertig gemacht habe. Weil mir der einfach, ich finde, der sitzt gut, der ist schnell angezogen, ich muss mir da keine Gedanken dazu machen, ja. Ich stehe morgens auf, ich ziehe mir, bevor ich dann aus dem Haus gehe und Richtung Büro, ich brauche halt eine Hose und ich brauche irgendein T-Shirt drunter und dann irgendeinen Pulli drüber. Und da greife ich gerne zu dem, weil der so angenehm zum Tragen ist. Das ist überhaupt, das ist fein. Mit dem im Büro kann man gut arbeiten. Das sind mal die zwei fertigen Projekte. Ich habe heute hier meine, hoppala, ich habe hier heute mein Strickjournal mit dabei, weil ich irgendwie die Befürchtung habe, ich vergesse irgendwas. Da muss ich euch danach dann auch noch was zeigen, aber das zeigen wir euch ganz, ganz zum Schluss. Was haben wir denn noch? Ah ja, genau. Ich habe noch was fertig. Logisch habe ich noch was fertig. Der Sockenkompass vom letzten Video. Ja, ich habe da ja Socken gestrickt aus dem Sockenkompass und habe da drei neue Techniken gelernt. Eigentlich drei neue Techniken, ja, doch. Und die Socken sind jetzt fertig. Eine war schon fertig und zwar war das die hier. Da musste ich, glaube ich, nur noch abketten. Ja, weil das Abketten habe ich euch nicht gezeigt. Die war noch nicht fertig, nein, aber das war die erste Socke. Und das hier ist die zweite Socke. Und da habe ich ja diese Spitze dann hergenommen, weil die hatte ich ja schon gestrickt. Mir hat ja nur dann in hellgrün das Muster nicht gefallen. Und ich habe dann die Ferse beim ersten Versuch mit der hellgrünen Wolle hat das nicht so ganz gut funktioniert.
Und dann habe ich ja das hier im Bund angefangen und dann dachte ich mir, okay, das bekomme ich auf die Reihe. Das war dann eine neue 8 von Anschlag an der Spitze. Es war dann eine neue Verse, und zwar eine Zunahmeverse. Und die fand ich eigentlich mega. Ich weiß nicht, ob ich die beibehalten werde bei Throw-Up-Socken. Aber ich finde die einfach zu machen. Also das ist wirklich machbar. Ich glaube auch, dass die sind ein bisschen lockerer wie meine übliche Käppchenverse. Aber ich glaube, das kann man sicher anpassen. Die ist für mich noch in dem Sinne auch verbesserungswürdig oder verbesserungs... Die braucht noch zwei Ideen. Und zwar möchte ich die noch verstärken. Das ist dann halt Übung macht der Meister, gell? Je öfter man sowas strickt, am ehesten weiß man dann, wie und wo modifizieren, ja? Das wusste ich bei der Socke jetzt noch nicht. Aber ich möchte ja auf alle Fälle verstärkt stricken, damit die länger oder langlebiger einfach ist. Aber das hier mit diesen verkürzten Reihen, da weiß ich jetzt natürlich dann nicht ganz genau, wie und wo. Bei meiner üblichen Käppchenverse habe ich alles da oben abgespeichert, da brauche ich nichts lesen, da brauche ich nichts wissen, das funktioniert. Da müsste man das jetzt halt noch ausarbeiten. Dann einmal einen Schaft und oben ein Bündchen rein. Und das Bündchen habe ich nach der Elizabeth Zimmermans Method abgenäht. Und das Abnähen, also ich finde die Spitze mega, die Verse finde ich gut. Ist sicherlich nicht meine Lieblingsverse, aber so als Throw-Up finde ich die gut. Ist eben aber noch ausbaufähig fürs Verstärken. Da möchte ich mich vielleicht nochmal dran setzen, um mir dann eine Methode noch zu überlegen. Das Abnähen nach Elizabeth Zimmerman gefällt mir überhaupt gar nicht. Also das sieht ja sowas von ekelhaft aus. Also tut mir leid, aber das sieht aus, als hätte ich, keine Ahnung, in meinem Leben noch niemals mit Wolle gearbeitet. Das ist richtig, richtig ekelhaft. Ich muss es aber so locker abnähen, weil ansonsten fehlt mir da ja die Elastizität. Mir ist auf dem Weg einmal rundherum abnehmen, nähen, ich glaube zweimal auf Faden ausgegangen, ja. Sowas von lästig. Mache ich einmal und nie wieder. Ich habe zwar jetzt was Neues gelernt, mache ich aber einmal und dann nie wieder. Also das ist absolut für mich der blanke Horror, ja. Also italienisch abnähen ist da ein Klacks dagegen. Das ist nicht kompliziert, aber es sieht einfach ekelhaft aus. Also es ist richtig, richtig hässlich. Gott sei Dank sind das Socken für mich und es ist mir egal, aber nö. Meine gute Frau Zimmerman, also ich habe sowieso, also dieser Hype um die gute Frau Zimmerman, den kann ich nicht verstehen. Ich verstehe zwar, dass dieses Magic Baby Jacket, wie auch immer, kann ich verstehen. Aber alles andere, was die gute Frau so gemacht hat, was ich in meinem Leben bis jetzt so gesehen habe, an Anleitungen und Instruktionen und was sie dann nicht alles so aufgeschrieben hat, der totale Ramsch. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich habe mir mal ein Buch von der Frau gekauft. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wenn jemand anders sich damit komplett identifiziert, ich bin froh für dich, weil ich kann es nicht verstehen und du kannst es verstehen. Gott sei Dank. Alles wie so mit Sprachen. Ja, also jemand tut sich vielleicht leicht, was zu lernen und jemand anders in einem Bereich und jemand anders versteht den Bereich dann gar nicht, kann aber dafür was anderes. Gott sei Dank. Aber ich habe mir mal ein Buch gekauft von der Frau. Und das war dann... Das war nicht teuer, aber ich glaube, das waren so 16, 17, 18 Euro. Und ich habe es danach gespendet. Ja, also ich habe es bekommen, habe es ausgepackt, habe es geblättert, habe gelesen, war schockiert, habe es gespendet. Ja? Also wenn ich ein Buch, heutzutage ein Buch kaufe, auch wenn diese Frau nicht mehr am Leben ist und die diese Anleitung vielleicht auch gemacht hat, vor mehr wie nur 5 Jahren und... Ja, ich kann es verstehen, aber ich kaufe mir doch kein Buch als Stricker, wo dann drin steht, also das ist wie so Vintage-Anleitungen geschrieben. Das ist, das war eine Katastrophe. Und das Baby Surprise Jacket heißt, das war gar nicht mal in dem Buch drinnen, weil ich hab's, dachte mir, wenn die Anleitung drin ist, dann schaue ich mir die mal an. Aber nö, das Buch wurde sofort gespendet, das war wirklich für den Müll. Und dieses Abnähen ist auch für den Müll. Ja, also das ist eine Katastrophe. Könnte man sicher verbessern, wenn man es 20 Mal macht, aber dafür sind alle anderen 19 Projekte Ramsch. Also das ist richtig, oh, ich hatte nur keine Lust, das Gefummel wieder aufzumachen, ja. Aber egal. Ich habe was Neues gelernt. Ich habe ein Häkchen hinten dran gemacht und für mich entschieden, das ist nicht meins. Ich habe dann eine zweite Socke auch gestrickt. Da ging die Ferse noch leichter wie bei der ersten, weil
ich schon ungefähr eine Ahnung hatte, was ich machen musste. Hier wieder dasselbe, ich habe es abgenäht. Auch hier ging mir natürlich wieder der Faden aus. Ich habe weiß Gott wie viel Meter Faden genommen. Was anstrengend ist, wenn man dann weiß Gott wie viel Meter Faden da durchfädeln muss. Mir ist trotzdem der Faden ausgegangen, ja. Schön. Es ist schön elastisch, ja, okay, passt, aber es sieht richtig, richtig hässlich aus. Also das ist nö. Nö. Einfach nö. Aber die Socken sind fertig. Jetzt haben wir, keine Ahnung, plus 5, plus 10 Grad. Ich kann die jetzt nicht mehr anziehen, aber im nächsten Winter. Oder sollte es nochmal kälter werden bei uns, dann werde ich die anziehen. Jo, das sind meine Socken nach dem Sockenkompass, wo ich auch immer noch zwei Methoden. Ich habe ein Bündchen von oben runter, was ich ausprobieren möchte, und noch eine Ferse mit verkürzten Reihen, die ich eigentlich ausprobieren möchte. Weiß nicht, ob ich das jetzt heute oder morgen mache oder irgendwann dann in nächster Zeit. Aber ich habe da noch zwei Sachen, die ich auf alle Fälle ausprobieren möchte. Vielleicht auch bei einem anderen Projekt. Ich kann mir diese Methode mit dem Bündchen, die ich da so in Erinnerung habe, könnte ich mir auch an einem Ärmel vorstellen, wenn der von unten nach oben gestrickt wird. Oder könnte ich mir auch vorstellen für einen Anschlag am Bündchen oben. Also kann ich mir vorstellen, möchte ich ausprobieren. Aber vielleicht nicht heute und vielleicht auch nicht morgen, sondern vielleicht dann, wenn ich von dieser Elizabeth Zimmerman Attacke mich erholt habe. Nee, das ist einfach, nee. Ich habe selten sowas gesehen, was so unsauber aussieht. Ja. Ich lasse das dann mal so stehen. Aber das Buch, das habt ihr ja schon im letzten Video begrenzt gesehen, weil da sind so viele, da ist so viel Text drin, da ist so viel Erklärung mit drin, da ist so viel Liebe mit drin, dass ich euch das in dem Sinne nicht zeigen kann, wie meine üblichen Buchvorstellungen, weil da ist so viel Text mit drin, dass ich euch das einfach, ich kann euch den Text nicht in die Kamera halten, weil dafür müsst ihr euch das Buch dann halt kaufen, wenn ihr da Interesse dran habt. Einmal das hier. Die sind fertig. Dann haben wir. Hoppala. Was haben wir da noch? Ah ja, Filzsachen haben wir noch fertig. Genau. Und wie? Ich habe euch ja das letzte Mal ganz viele gehäkelte und auch schon gestrickte, ja, gestrickte Sachen auch, in die Kamera gehalten, die ich dann filzen wollte in der Waschmaschine. Und jetzt habe ich die gefilzt. Und ich zeige euch jetzt die Resultate. Und zwar, das glaube ich war das erste, das war dieses Quadrat mit Eikord außenrum, genau. Und der Eikord hat genauso funktioniert, wie ich das gerne hätte. Das Einzige, was ich bei diesen ganzen Zeugs hier gesehen habe, ich habe dann ein anderes Garn benutzt, wie normal, und zwar von Drops diese, die heißt Snow, genau, Snow. Und die verhält sich beim Strickfilzen anders, wie die üblichen Filzgarne von Schachenmeier oder von Gründel, glaube ich, hatte auch was. Gründel hat auch was, genau, die habe ich eigentlich ganz gern, weil die haben schöne Farben. Also die gute Snow von Drops geht noch mal mehr ein. Also die Sachen sind teilweise wirklich, ich möchte jetzt nicht ganz krass übertreiben, aber die sind wirklich nur mehr halb so groß, wie sie vorher waren. Normalerweise kann man bei diesem Filzvorgang ein Schrumpfen von 20-30% erwarten. Wenn es mal ganz viel ist, vielleicht auch 40, aber da kommt es ein bisschen drauf an. Aber die Sachen sind, ich würde sagen, die sind teilweise nur mehr halb so groß, wie ich sie eigentlich reingeworfen habe. Und das ist diese Drops Snow. Das heißt, solltet ihr mit der irgendwas strickfilzen, bedenkt, dass das Zeug richtig, richtig krass eingeht. Und auch das Gehäkelte wird da mini, mini, mini. Also, das war das Erste. Ich weiß nicht, ob ihr es noch auf dem Schirm habt, aber das war dieses Quadrat. Und ich habe eben da einen Eikord außenrum gestrickt zum Abketten. Und die Idee dahinter war einfach, das auszuprobieren, wenn man dann einen Eikord außenrum macht, ob dann dieser Rand dicker wird. Und ja, der wird effektiv dicker. Also ihr seht hier ganz genau, das ist jetzt nicht megamäßig viel dicker, aber der ist wirklich dicker wie, das ganz, wie der ganze Rest. Das ist jetzt halt so eine schöne Unterlage. Immer dasselbe, ich und mein Teetopf, meine Teekanne, die wird richtig, richtig heiß, weil die ist nur aus Edelstahl und da braucht man was zum Unterlegen, wenn man sich da einen Tee macht, ja. Und sowas eignet sich sicher wunderbar. Aber eben das mit dem Eikord, das hat wunderbar funktioniert. Das ist einmal außenrum schön, schön dick, eine Wulst, tipptopp. Also so als Idee und zum Ausprobieren finde ich das mega.
Dann habe ich aber auch, ich hatte dann auch noch das hier, gell? Einmal das mit Spirale, das war gehäkelt und da war, habe ich außenrum solche Blütenblätter gemacht. Das ist auch megamäßig geschrumpft. Also das hier war gestrickt und wir hatten ja im letzten Video oder vorletzten Video die Thematik, dass bei den Hundefummeltüten die gestrickte Variante sehr viel kleiner geworden ist wie die gehäkelte. Also die gehäkelte ist kaum eingegangen oder ist eingegangen, aber lang nicht so schlimm. Und die gestrickte ist wirklich stark eingegangen. Da hat man einen großen Unterschied gesehen. Das waren aber eben so Reste zwischen Gründel und Schachenmeier und so Sachen und auch noch andere, wo ich aber nicht mehr weiß, woher sie kommen. Das war keine Drops Snow. Die Drops Snow, so als Vergleich, also die sind beide wahrscheinlich plus minus gleich viel eingegangen, ja. Also auch die gehäkelte Variante geht da megamäßig ein. Das gehäkelte ist nicht ganz so dicht wie das gestrickte. Ich finde, das gestrickte ist einfach ein bisschen dicker, bisschen dichter, das gehäkelte ein bisschen dünner, aber ich finde die Optik, das sieht ganz in Ordnung aus. So als Unterlage, als Untersetzer für irgendwas finde ich das ganz in Ordnung. Und das geht ja recht schnell. Und dann einmal in die Waschmaschine und das war's. Dann hatten wir noch das hier eben. Da habe ich gehäkeltes Colorwork ausprobiert. Ich wollte einfach da ein bisschen einen Unterschied haben und so ein paar Pünktchen mit reinmachen und habe da dann ja Schlaufen gehäkelt. Ganz grob Schlaufen gehäkelt. Ich finde, dass das megamäßig süß aussieht. Mir gefällt das auch richtig, richtig gut so als Optik. Also es ist besser rausgekommen, als ich dachte. Aber das Dingens ist richtig, richtig eingegangen. Also das war so groß und ist jetzt relativ gut eingegangen. Ich finde es aber süß. Also wäre es nicht so stark eingegangen oder hätte sich vielleicht beim Strick, beim Filzen ein bisschen anders verhalten, wäre ich noch glücklicher. Aber ich finde die Optik mega. Also die Idee mit den Schlaufen hier, das hat mir, ich finde das mega. Das hat doch besser geklappt wie gedacht. Und ja, also so als Hingucker, ich finde die ganz süß. Hat so ein bisschen was auch von Schildkröte, kommt mir irgendwie vor. Keine Ahnung. Aber ich finde die Idee nett. Ja, kann man auch. Also das wird wahrscheinlich verschenkt werden. Also da habe ich jemanden, wo ich weiß, dass die hat wahrscheinlich gleich viel Spaß dran wie ich, ja? Dann gibt's aber auch noch das Gelbe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Gelbe erinnern könnt oder gab's das da? Na, ja, ich glaube, das habe ich euch vor dem Filzen gar nicht gezeigt. Oh, wie schade. Das war so eine Acht Mandala. Die Anleitung findet ihr auf Drops, weil auch da ein Kommentar von einer Zuschauerin. Mir, also die Zuschauerin hat mir geschrieben, dass es, logisch gibt es bei Drops Gratisanleitungen, aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass die auch Strickfilzen, dass die ihre Wolle auch Strickfilzen. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Also dass die vielleicht aus Snow dann Bullis stricken und häkeln oder Deko, weil es ist ja eine relativ dicke Wolle. Das schon, aber Strickfilzen, das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt hat die mir geschrieben, dass die da zum Beispiel einen Topflappen gestrickt filzt hat, laut Anleitung von Drops eben und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, oh, da muss ich reinschauen. Und dann gab es eigentlich so eine Sitzunterlage, das wäre eigentlich eine Sitzunterlage gewesen, auch noch viel größer. Ich habe die dann nicht ganz so groß gemacht wie in der Anleitung. Und ja, die kann ich euch ja verlinken, dass ihr so eine Ahnung habt, was ich da eigentlich vorhatte. Oder wenn ihr da ein bisschen noch mehr reinschauen wolltet. Aber dieses Mandala hier, das sieht man jetzt nicht mehr viel. Leider sieht man da nicht mehr viel. Von den verschiedenen Maschen sieht man da kaum noch was. Aber trotzdem, ich finde die Farbe einfach mega. Das hat so was von der kleinen Sonne. Und wenn das ist jetzt in dem Sinne ja keine Sitzunterlage, sondern es ist immer noch eine Unterlage für einen heißen Topf oder für eine Pfanne oder eben mein D. Ja, es ist kein D-Kessel, es ist einfach so ein D-Topf, keine Ahnung. Da wird es sicher seine Arbeit machen. Und da bin ich jetzt auch nicht sicher, ob ich es nicht vielleicht doch verschenke. Wie gesagt, ich weiß da jemand, der sich über sowas gleich viel freut wie ich. Und die kann das auch benutzen. Und vielleicht wird das auch verschenkt. Einmal das hier. Dann das Coolste, und das ist wirklich das Coolste, ist dieses Ding hier. Das ist einfach nur mega. Das ist auch eine Anleitung von Drops und die verlinke ich euch zu 100%. Das ist ein absolutes Garnfressmonster, wie auch immer. Also das sind nicht ganz 3 Knäuel Wolle in diesem einen Ding. Das ist gehäkelt.
Und man häkelt dann so ganz grob solche Bobbles mit ganz vielen Maschen, ganz vielen Schlaufen und zieht dann einmal durch. Und dann wird auf eine ganz bestimmte Art und Weise das zugenommen. Ich habe es leider, ich habe die Anleitung oder ich habe das, den Strick, den Häkelschacht, meine Güte, deutsche Sprache, schwere Sprache, den Häkelschacht nicht richtig gelesen. Und die hellblaue Reihe hat sehr viel mehr dieser Bobbles, als sie eigentlich haben sollte. Somit habe ich dann mit der dunkelblauen Reihe das Muster ein bisschen angepasst. Und dann war das Ding so groß. Und dann dachte ich mir, ja, das willst du jetzt, weil so klein kann das ja nicht werden, aber es ist mini geworden und trotzdem ist es perfekt. Weil man da diese megamäßigen Bobbles häkelt, also das Dingens ist circa 1,5 Zentimeter dick. Komplett von vorne bis hinten einmal komplett. Es wälzt sich eben ein bisschen, weil ich das mit der Anleitung nicht ganz so richtig gelesen habe. Aber wenn ich das hinlege, das liegt flach. Es ist mega dick. Also sowas in groß würde sich auch für, keine Ahnung, den Bräter aus dem Ofen eignen. Also das überlebt alles. Ja, das überlebt alles. Ich finde auch mega, also man kann wirklich, ich glaube, man kann damit sehr gut spielen, mit dieser Idee, dass man da so Bobbles häkelt und die danach dann, je nachdem in welcher Form, einfach in die Waschmaschine schmeißt und filzt. Optisch finde ich es mega. Ich glaube, dass das den Nutzen super. Also, das ist einfach nur perfekt für das, was es eigentlich vorgesehen ist. Und dass man sowas auch für andere Sachen gut hernehmen kann. Ich könnte mir jetzt auch eine rechteckige Unterlage vorstellen, aber auch im Allgemeinen, wenn ich weiß, dass sich das so perfekt, also so ein Teppich draus, ja, beispielsweise. Logisch, da häkelt man dann ewig lange. Aber wenn man dann so ein mega großes Ding in die Waschmaschine schmeißt und man hat dann so einen Bettvorleger oder, also mega, ich finde das optisch, finde ich das genial. Aber es ist halt wirklich ein Wollfresser. Aber ja, das bleibt sicher bei mir. Also das bleibt bei mir, weil das ist so viel, ich möchte das nicht gerade sagen, Liebe, aber mir gefällt das so gut. Das bleibt auf alle Fälle bei mir. Dann hatte ich noch sowas. Das hatte ich das letzte Mal entweder fertig oder gerade noch auf den Nadeln zum Abketten, aber ich glaube schon fertig. Und das ist eine Katastrophe. Und zwar habe ich da, und das erkläre ich euch jetzt, ich habe da ja versucht, mit dieser Filzwolle dann ein bisschen Colorwork zu stricken, einfach um zu schauen, wie sich das beim Filzen verhält. Also das war ja auch die Idee dahinter. Und jetzt habe ich gesehen, wie sich das beim Filzen verhält. Also das da oben waren nur ganz simpel ein paar Runden in Orange und dann zwei Runden in einer anderen Farbe, aber ohne Colorwork. Dann wieder ein paar Reihen Orange. Hier habe ich ein ganz bisschen Colorwork reingemacht. Das hat noch relativ gut funktioniert. Also ihr seht, von der Breite hier ist dann nicht wirklich viel Unterschied. Man sieht schon, dass hier ein bisschen zusammenzieht. Aber da so ein 1-1-Muster, das kann man noch überleben. Hier zwischen Orange und Grau habe ich eigentlich ein Colorwork-Muster mit drinnen. Das hat es komplett verzogen. Also das ist komplett zusammengefilzt. Man erkennt auch vom Muster gar nichts, aber man hat vorher schon vom Muster nichts erkennen können, weil da einfach meine Garnwahl, meine Farbwahl nicht die beste war. Aber ihr seht da komplett gar nichts, ja. Man sieht schon, dass da irgendwo Orange mit drin ist, aber ja, das hat es komplett in alle Richtungen gezogen. Da oben hatten wir wieder so ein 1-1, glaube ich. Das war komischerweise auch komplett verfilzt und komplett in alle Richtungen gefilzt. Und hier mit dem Grün nochmal dasselbe. Da bin ich mir dann aber nicht sicher, ob es an der grauen Wolle liegt, obwohl das Grau eigentlich dasselbe ist wie das Orange. Keine Ahnung. Aber ihr seht, das ist komplett außer Form. Und ich wollte es euch einfach zeigen, so als Resultat, was denn dabei rauskommt. Und das Dingens war so lange. Also das war sicher 50 Zentimeter lang, das war so breit und ist jetzt so klein. Auch hier wieder die gute Drops Snow, die geht megamäßig ein. Also das ist schon fast schade, wie klein das Zeug hier wird. Aber ja, das Dingens hat keinen Nutzen. Also das werde ich jetzt auch wahrscheinlich nicht so schnell als Topfunterlage benutzen, weil es einfach bescheuert aussieht. Aber hier wäre halt, wenn ich nicht so große Füße hätte, Schuhgröße 41, wenn ich nicht so große Füße hätte, weil ich glaube, hier passt noch maximal eine 8,39 drauf, könnte ich das jetzt hier hernehmen, um das mit den Einlagen auszuprobieren. Aber
die Seite hier ist einfach zu kurz, um so zweimal eine Sohle auszuschneiden. Und so ist es einfach auch zu kurz. Hier bekomme ich auch nicht zwei Sohlen raus, zwei Einlegesohlen. Da muss ich mir was überlegen. Irgendjemand wird sich da schon mit kleineren Füßen, wird sich da mir erbarmen müssen und das ausprobieren müssen. Also das Dingens wird zerschnitten. Ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht wie und ich weiß auch noch nicht zu was. Aber das wird auf alle Fälle zerschnitten. Aber das ist ja auch wieder was ich ausprobieren wollte. Also es ist so ein perfekter Probelappen, ja. Und dann haben wir noch die zwei kleinen hier. Und das ist meine Schafwolle von meinem Arbeitskollegen, ja. Das war eine überhaupt Mini-Futz, also so eine richtig, richtig kleine Maschenprobe. Das ist auch, also es ist wunderschön gefilzt. Das ist mega toll gefilzt. Aber es ist so ein bisschen aus der Form einfach. Also man sieht, dass sich hier der Rand, der sich ja automatisch schon einrollt, auch eingerollt doch verfilzt hat, ja. Das ist dann vielleicht planmäßig nicht ganz so super, aber ich habe das Dingens, ja eben, ihr seht es ja schon, aber ich habe das Dingens ja einfach nur mit reingeschmissen, um zu schauen, wie sich das verhält. Denn sobald diese Wolle verstrickt ist und eine Form hat, filzt die wunderschön. Also das ist richtig schön gefilzt. Das ist schon fast kuschelig, ja? Und das war die Maschenprobe zum Isländer, auch mit Colorwork. Und dieses Colorwork ist nicht so verzogen wie dieses Colorwork. Also es ist eine wunderschöne gefilzte Maschenprobe. Also ich bin da richtig, richtig zufrieden mit. Und es riecht nicht mehr nach Schaf. Also wenn jemanden sowas stören würde, dann weiß ich zumindest nach dem Filzen, ist auch so 100% Schafwolle, die riecht nicht mehr nach Schaf. Überhaupt gar nicht mehr. Und das ist einfach so ein schönes... Da bin ich sehr positiv überrascht, wie das rausgekommen ist, ja. Es war so eine schöne Überraschung. Das ist alles zum Thema Filzen. An meinen fertigen oder an fertigen Projekten ist das jetzt alles zum Thema Filzen. Und das waren jetzt auch alle fertigen Projekte. Aber ich habe jetzt noch eine Sache zum Thema Filzen, denn ich muss euch eine Rückmeldung geben zu den Hundefummeltüten. Die Hundefummeltüten sind nämlich bei ihren Besitzern jetzt angekommen, wurden ausprobiert und für sehr gut empfunden. Ich habe da ein Video bekommen, das war einfach nur köstlich, wie die zwei sich da sowas in ihrem Leben noch nie gesehen haben, was denn eine Fummeltüte ist. Ja, also der Kater kennt Fummelbretter, also der Kater und auch die Katzenomi, die hatten immer Fummelbretter. Ich habe zurzeit vier verschiedene da, die werden dann rotiert, je nachdem. Und da muss das Katzenhirn dann einfach denken, wie man das Leckerli da rausbekommt, ja. Das sind Fummelbretter und somit sind das andere Hundefummeltüten. Und die Hunde haben keine Ahnung, was sowas ist, also die kennen auch keine Fummelbretter. Und die mussten dann erstmal ihre graue Materie benutzen, um zu verstehen, was das ist. Zudem hat das Dingens ja interessant gerochen, nach Wolle, nach Katze. Das kam von einem anderen Haushalt, ja. Das wurde schon allein deshalb beschnüffelt. Und dann waren da Leckerlis mit drin. Und die haben dann halt so ihre 10 Minuten gebraucht, um zu verstehen, wie das funktioniert. Aber das ist sehr gut angekommen. Und zwar sind beide Hunde eine Mischung zwischen Australian Shepherd bzw. Border Collie. Also der eine hat einen Border Collie drin und noch was anderes. Und der eine hat einen Australian Shepherd drinnen und noch was anderes. Also das sind im Grunde genommen eigentlich Hunde, die sehr arbeitsintensiv, die was Arbeitsintensives brauchen, die eigentlich schon intelligent sind. Das möchte ich jetzt in dem Sinne nicht sagen, aber das ist jetzt nicht nur irgendein kleiner Hund, der keine Ahnung hat. Aber so als Beispiel, die wurden an zwei relativ, die wurden an mit zwei Hunden getestet, wo ich das so als Rückmeldung schon ernst nehme, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Dasselbe wie mit den Katzen, wenn ich was mit den Katzen oder mit dem Kater jetzt halt ausprobiere und der kennt Fummelbretter und der hat danach, keine Ahnung, eine Fummeltüte, dann weiß ich, so wie der sich hier anstellt, das kann ich als Referenz schon doch hernehmen. Der weiß, was eine Fummeltüte ist. Ja, auf alle Fälle sind die so gut angekommen, dass ich nochmals eine Fummeltüte angeschlagen habe und zwar für einen anderen Australian Shepherd. Wieder von einer anderen Freundin der Hund. Und der kennt zum Beispiel Kongs, ja, also der weiß, wie das funktioniert mit einem Kong. Ist auch ein sehr
Ein Hund, der richtig, richtig viel Energie hat und der richtig viel Arbeit braucht, um die Energie loszuwerden. Und der bekommt von mir jetzt auch eine Hundefummeltüte. Und dadurch, dass das jetzt alles Drops Snow ist, wird die Hundefummeltüte dementsprechend gigantisch groß gestrickt, damit die danach beim Filzen halt doch noch eine. Oder Kater. Damit die danach beim Filzen halt doch noch eine relativ gut brauchbare Größe hat. Also ich würde jetzt sagen, das ist jetzt ungefähr die Hälfte von dem, was ich haben möchte. Ich habe keine Ahnung, wie viele Maschen angeschlagen, megamäßig viele. Das ist ein komplettes Knäuel, das Rote natürlich nicht. Das Graue ist ein komplettes Knäuel, das Grün ist ein komplettes Knäuel. Nur so als Beispiel, wie wenig Zentimeter man da rausbekommt. Gesundheit! Wie wenig Zentimeter man da bei so einer Fummeltüte rausbekommt, wenn man so viele Maschen angeschlagen hat. Einfach damit es danach wirklich nach dem Filzen noch eine gut verwendbare Größe hat, ja. Ebenso von der Länge hier. Da braucht es schon noch was. Also das nochmal mal zwei und dann ist sie immer noch nicht lang genug, meiner Meinung nach. Aber das ist ja egal. Ich mache die jetzt einfach groß genug und dann habe ich ein großes Stück, was ich dann filzen kann in der Waschmaschine. Und dann hat auch der Australian Shepherd was zum Fummeln. Eben, wenn ich das Frau Hund zum Beispiel gebe, Frau Hund käme damit gar nicht klar. Frau Hund ist nicht blöd, aber Frau Hund hat keine Ahnung Gesundheit. Frau Hund hat keine Ahnung, was Fummeltüten sind oder was ein Fummelbrett ist. Frau Hund hat ganz lange, dünne Beinchen und Frau Hund kann da sicherlich nicht arbeiten mit, um so eine Fummeltüte auseinander zu bekommen. Gesundheit. Also Frau Hund eignet sich da als Testhund nicht, aber andere Hunde halt schon, ja. Vielleicht mache ich dann, wenn ich wirklich Muße habe, auch noch eins für Frau Hund und dann schauen wir, ob die das schafft oder nicht. Aber in der Zwischenzeit dürfen das alles, sind das alles Hunde, die wirklich arbeitsintensiv was brauchen, um die Energie loszuwerden. Das ist dann die nächste Fummeltüte in Arbeit. Was haben wir denn da noch? Dann haben wir, ich habe weitergemacht, und zwar habe ich weitergemacht an meiner Zickzack-Decke. Und ich bin da jetzt an dem Punkt, dass ich wirklich nicht mehr lange brauche, und dann ist die eigentlich, ja, fertig ist jetzt auch wieder übertrieben. Aber dann komme ich zum nächsten Deckenabschnitt. Die Decke habe ich nach dem Muster aus diesem Buch, deshalb halte ich es euch mal wieder in die Kamera. Ich und meine Bücher, gell? Ich muss mir ein neues Regal zulegen für meine ganzen neuen Bücher, und das ist. Keine Ahnung, da wird ein Katzenhaar halt irgendwie die Nase kitzeln. Gesundheit! Geht's jetzt? Geht's? Nee, es geht noch nicht. Egal. Ja, die Zickzackdecke. Und zwar, die Zickzackdecke hat in der Zwischenzeit eine relativ gute Größe. Also, das macht immer noch Spaß, die zu stricken. Aber ich glaube, nur mehr zwei oder drei Garnreste. Also das ist jetzt noch mal ein so ein Rest in Weiß. Jetzt schauen wir, dass ich euch schon die schöne Seite zeige und vielleicht nicht ganz so schlimm die. Ja, das ist einmal vorne. Wir waren nach dem letzten Video hier im Dunkelrot. Ich habe das Dunkelrot fertig gemacht, habe hier dieses Blau dran, noch mal Blau und dann die zwei Pinkstreifen und jetzt haben wir Weiß. Und danach eben, ich war gestern überrascht, dass ich nicht mehr so viele Farben zum Wählen hatte. Ich habe eben gestern Abend noch das Weiß hier dran gestrickt. Nicht ganz so viel, aber angefangen. Und ich habe mich gewundert, dass ich irgendwie nicht mehr ganz so viele Farben zur Auswahl habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil im Dunkeln, ich habe ja auch im Dunkeln nicht gesehen, dass das zwei verschiedene Farbtöne sind, ja. Sondern ich dachte mir, das wäre eigentlich nur einer. Deshalb bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt noch zwei Reste sind oder drei Farbreste, ja. Aber das ist ja egal, das sehen wir ja dann. Aber es macht momentan immer noch Spaß. Ich möchte jetzt nicht sagen sehr viel, aber es ist so abends mit einem Film, ist das halt genial, weil ich stricke eine Reihe nach der anderen und zack, bumm, sind da, was sind das? Das sind 20 Zentimeter, ja, also es sind auch vielleicht ein bisschen mehr wie 20 Zentimeter. Und das ist
zwar nicht einen Abend, aber das ging so ganz locker flockig von der Hand und das war nicht arbeitsaufwendig und auch nicht hirnzellenaufwendig. Und ja, und dann habe ich dann schon wieder so ein großes Stückchen dran. Also da finde ich ganz, ganz super. Eben, ich stricke jetzt noch die letzten zwei oder drei Farben noch dran und dann muss ich diese ganzen Dreiecke hier, also das Zickzack, die Dreiecke auffüllen. Und das mache ich dann mit der Farbe hier, weil von dem Garn habe ich noch ganz viel da. Das heißt, ich muss eben so Dreiecke wie hier oben zum Auffüllen vom Zickzackmuster dann stricken. Ich glaube, das sind 13 oder 14, sowas in die Richtung. Und dann ist die Decke entweder quadratisch oder rechteckig. Ich glaube eher rechteckig mit den zwei. Wir sind zurzeit an einem guten Punkt, dass die fast quadratisch ist, glaube ich. Also ihr seht, das ist ein guter Meter, aber diesmal glaube ich 1,5 Meter breit. Zwischen 1,20 und 1,50. Ich habe die noch nie so richtig gemessen. Aber das ist jetzt ein guter Meter, das ist auch mehr wie ein Meter, ja. Und vielleicht wird die sogar fast quadratisch. Das kann sogar hinhauen. Mir ist ja egal, wie die rauskommt. Ich wollte einfach nur Garn aufbrauchen, dass ich ansonsten nicht hätte wissen, was mit anfangen. Ja, das sind einfach so Reste. Ich habe auch noch andere Reste da und habe da jetzt schon Ideen für einen Pulli und Ideen für eine nächste Häkeldecke. Die wird dann gehäkelt. Da habe ich schon Ideen. Ich mache wahrscheinlich jetzt schon zuerst die hier fertig, bevor ich die nächste anfange. Aber das kann nicht mehr gesund sein. Katze! Das muss ich mir danach dann anschauen, ja. Egal. Ich habe schon eine Idee, schon ein Prinzip für die nächste Decke und die wird dann als Resteverbrauch immer noch dasselbe. Ich habe hier hinter und unter der Kamera ist meine Box mit dem, das ist so eine 70 Liter Box und da habe ich alles drinnen, was irgendwie mit Poly und Acryl zu tun hat, wo ich weiß, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, da mache ich jetzt keinen Pulli draus, weil ich habe eben da auch Garn drin, das so 50-50 ist und da mache ich sicher einen Pulli draus. Aber da habe ich auch sonst alles drin. Also das sind noch so ein, zwei, vielleicht auch mehr, drei, vier ganze Knäuel drin von überhaupt meiner Anfangszeit, was Stricken anbelangt. Was Häkeln anbelangt, Stricken ist ja schon länger her, aber was Häkeln anbelangt, wo ich eigentlich nur mit Acryl gehäkelt habe, weil ich als Schülerin ohne Taschengeld kann sich kein 5-Euro-Knäuel leisten, um irgendwas zu machen, sondern da gab es dann so einen Wollladen, da haben dann diese Acryl- oder Poly-Knäuel 1,50 oder 2 Euro gekostet und ich als Schülerin und ohne Taschengeld bin dann vielleicht dann mal alle heiligen Zeiten mit einem Zehner dahin gegangen und habe mir dann halt die 5 Knäuel gekauft und habe damit dann was gehäkelt. Weniger gestrickt, sondern eher gehäkelt. Und von der Zeit, was jetzt auch schon über 10 Jahre her ist, habe ich noch ein paar Knäuel über. Und die sind da unten in der Box. Und ich möchte die eben auch loswerden. Das ist dann so ein bisschen wie das hier, aber es sind schon eben andere Garne. Ich habe da was in Neon. Ich habe da was in... Ich habe noch was in Braun, in Orange. Ich sehe da schon noch ein paar andere Farben. Aber da muss ich eben schauen, wie die miteinander funktionieren. Ich habe dann auch noch so ein paar solche Knäuel. Nicht genau so, die sind ein bisschen bunter. Das ist eben auch Poly. Und ich habe eben vor längerer Zeit schon eine Häkelanleitung für eine Sterndecke gefunden, die laut Anleitung und laut anderen Leuten ein bisschen süchtig macht. Und dann dachte ich mir, okay, so als vielleicht nicht letztes Projekt, aber als nächstes Projekt, um diese Kiste irgendwann leer zu bekommen, weil es ist immer noch dasselbe wie hier. Ich möchte dieses Polygarn loswerden, habe ich die nächste Idee schon für eine Decke. Das heißt, das ist jetzt die Zickzackdecke. Das sieht so langsam aus, als käme ich zwar nicht unbedingt an ein Ende, aber einfach mal ein großes Stück weiter. Mal schauen, was ich jetzt heute habe ich keine Zeit, aber mal schauen, was wir in dieser Woche alles noch schaffen, ob ich dann diese Dreiecke dann alle schon dazu gestrickt habe. Es wäre ganz schön, wenn ich das jetzt zeitnah mache, damit ich danach mit dem nächsten großen Step hier weitermachen kann. Da kommt einmal außenrum in dem Blau hier ein Rand dran gestrickt, wo ich momentan noch nicht weiß,
wie das dann aussehen wird. Also ich habe da noch keine Idee, mache ich das auch in kraus rechts oder mache ich das in glatt rechts oder stricke ich da eine Blätterbordüre dran, obwohl ich nicht glaube, dass das da dazu passt. Oder stricke ich da, ich habe noch keine Ahnung, aber ich weiß schon mal, welches Garn ich benutze. Und dass ich, da habe ich, glaube ich, noch drei Knäuel da und ich werde sicher nicht alle drei fertig machen können. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Aber wenn ich anderthalb bis zwei Knäuel dann in diesen Rand reinbekomme, dann bin ich schon mal zufrieden. Dann habe ich, bin ich schon wieder mal ein paar Knäuel los. Ja? Die Decke hier, wenn ich nicht, sollte ich sie nicht selbst benutzen, weil sie eine gute Größe für mich hier hat, auf dem Sofa zum Beispiel, wird die zu 100% verschenkt an irgendjemanden mit Kindern, damit die mit der was spielen können, damit die, das ist einfach nur Boli, die kann mit rausgenommen werden, da passiert nichts. Auch draußen, die kann man in die Waschmaschine schmeißen und ja, da passiert effektiv gar nichts. Das ist einmal hier diese Zickzackdecke. Und immer noch, ich bin immer noch begeistert, auch wenn ich überhaupt kein Rosa und Pink-Fan bin, aber ich bin immer noch begeistert, wie schön bunt die Decke geworden ist mit solchen komplett durch Zufall zusammengewürfelten Garnen und Farben. Die ist komplett quietschbunt und sieht auch noch gut aus, obwohl es wirklich also zwischen Pink und Braun und Grün und überhaupt alles zusammengewürfelt ist. So wie ich es einfach gerade in die Hände bekommen habe und trotzdem finde ich die megamäßig schön. Ich bin begeistert von dem Teil hier. Doch, ich bin sehr positiv überrascht und es ist immer noch so ein Resteprojekt. Also ich kann Reste verbrauchen, vor allem die ich sonst niemals für was anderes benutzt habe. Ich kann Reste verbrauchen und ich habe eine schöne Decke. Ich habe wirklich eine schöne Decke am Ende. Das ist einmal die hier, die darf jetzt wieder in ihren Korb. Dann haben wir eine Bulli logischerweise. Und zwar haben wir meinen Arctic Knitting Pulli. Und schon wieder ein Buch, das ich euch in die Kamera halte. Das wird, ich glaube, das wird ja einfach ein Bücherstrick-Podcast. Ja? Ich und Bücher, wir lieben uns sowieso. Und wenn es dann noch um Stricken geht, dann ist das Liebe auf den ersten Blick. Aber wirklich und wahrhaftig. Wenn ich den Pulli finde. Und zwar den hier. Den Pulli hier. Das Buch habe ich schon vorgestellt, ich glaube vor zwei Folgen. Ich glaube, das war eine Weihnachtsfolge oder die Folge kurz nach Weihnachten. Arctic Knitting von Annika Kontaniemi. Das ist eine Finnin. Das ist auch ein finnischer Verlag. Das war mein Weihnachtsgeschenk von meiner richtig, richtig guten Freundin. Und das Buch ist so schön. Das ist so schön, das Buch. Schon allein das Buch ist schön. Jetzt habe ich auch noch ein Strickprojekt daraus. Was möchte ich denn mehr? Und zwar habe ich den Pulli angeschlagen. Das war mein Weihnachtsanstrick. Da schauen jetzt so ein bisschen die Fäden raus. Mein Weihnachtsanstrick und ich habe den Körper fertig. Also der wächst leider nicht ganz so schnell wie alles andere. Leider. Der wächst nicht ganz so schnell, wie es mir eigentlich recht wäre, weil irgendwie so das Garn, ich liebe das Garn, ich mag, wie sich das Garn getragen anfühlt, ich mag, wie gut man mit dem Garn Colorwork stricken kann, aber beim Stricken selbst mag ich das Garn nicht so gern anfassen. Das ist schon ein bisschen komisch, gell? Ich habe nämlich schon den Pulli mit dem Garn und das ist mein roter Schneeflockenpulli. Ach, die Nase und die Katzenhaare. Ach, es juckt. Das ist mein roter Schneeflockenpulli und den ziehe ich ganz gerne an. Aber das hier stricken, das flutscht momentan nicht ganz so leicht von den Nadeln und von den Händen wie vieles anderes. Es ist schade, es ist schade. Schon alleine der Pulli gefällt mir. Hier dieses Lochmuster ist nicht ganz so mein Favorit. Es gefällt mir schon, aber mir gefallen halt andere Elemente an dem Pulli sehr viel mehr. Also die Tüpfelchen da oben, das ist überhaupt mein Highlight. Die Streifen finde ich super. Hier dieses Pfeilmuster finde ich gut, finde ich gut. Die Bäumchen finde ich ein bisschen langweilig. Aber ja, das ist Colorwork. Ich mag Colorwork. Und leider ist dieses Lochmuster hier für mich das langweiligste am ganzen Pulli. Aber ja, ich kann gut damit leben. Ich freue mich drauf, wenn der fertig ist. Den kann man sicher sehr gut anziehen.
Aber ich bin leider nur so insofern so weit, dass halt der Körper fertig ist. Also auch schon was. Ich habe den jetzt einfach geradeaus runtergestrickt, habe dann irgendwann, wenn mir das bequem erschienen ist, das ist nur ein Marker, mit dem Bündchen angefangen und habe das Bündchen italienisch abgekettet. Ich habe das Bündchen ein bisschen locker italienisch abgekettet. Momentan für meinen Geschmack noch zu locker. Ihr seht, dass sich das hier so ein bisschen wellt, ja. Aber gleichzeitig habe ich auch beim Probieren gemerkt, dass das halt doch, das muss ja mitspielen, ja. Also das Bündchen, das muss sich ja um meine Formen schmiegen. Und da braucht es diesen Umfang, ja. Also es braucht diese Elastizität. Und wahrscheinlich legt sich das auch, sobald der Pulli dann das erste Mal gewaschen ist. Aber ja, das ist mein Weihnachtsanstrick, mein Finisher, mein, ja, der Pulli aus meinem finnischen Strickbuch, meinem wunderschönen finnischen Strickbuch. Aber er ist, ach, die Muse hat mich da ein bisschen verlassen. Das ist so schlimm, wenn ich das sage, weil ich hätte den, wenn der jetzt fertig wäre, ich würde den sofort im Büro anziehen. Also sofort, ich hätte da überhaupt kein Problem, ich würde mich da megamäßig drüber freuen. Aber ja, der wird wahrscheinlich auch im nächsten Video noch nicht fertig sein. Und dann haben wir immer noch plus 10 Grad hier und ich kann den dann halt nicht anziehen. Aber ja, es ist so in dem Sinne einfach ein bisschen schade. Ist meine Lust gerade einfach nicht so groß. Aber ja, das passiert halt auch manchmal. Da habe ich auch nicht mehr für euch zum Zeigen. Das ist. Bis auf das eben, ich sag, der Körper ist fertig, das Bündchen ist fertig, aber da fehlen jetzt halt zwei Ärmel. Er darf weiter wachsen und er muss weiter wachsen. Dann kommen wir zu den neuen Sachen. Ich habe nämlich zwei neue Sachen, zwei neue Strickprojekte, die ihr noch nicht kennt, wobei das zweite dann meine Buchvorstellung ist. Ich habe was Neues angeschlagen, und zwar habe ich nochmal solche norwegischen Handschuhe angeschlagen. Und zwar ist die Idee davon stammt aus diesem E-Book. Achtung, es ist ein E-Book. Und ich habe es mir natürlich ausgedruckt, weil ich sowas natürlich liebe. Es ist so schön. Ich habe das jetzt schon lange. Also ich habe dieses E-Book wahrscheinlich schon seit einem Jahr, vielleicht nicht ganz anderthalb. Und dann hat mich aber mal eine Zuschauerin angeschrieben und ja, sie weiß, wer sie ist und hat mich wieder daran erinnert, ich habe ja dieses E-Book und seitdem schwirrt das da oben in meinem Kopf herum, dass ich gerne Handschuhe aus diesem E-Book stricken möchte. Da sind so viele schöne Muster drinnen. Also eines schöner, ein Handschuh schöner wie das, wie der andere, ja. Aber ich habe mir eben das gekauft und dann habe ich das halt in meiner Anleitungssammlung abgelegt und dann war das dann halt da. Und ich wusste schon, dass ich es habe. Aber mich musste halt die gute Zuschauerin wieder daran erinnern. Und seitdem bin ich. Also das schwirrt permanent im Hinterkopf herum, ja. Und meine Arbeitskollegin hat bei mir schon solche norwegischen Handschuhe bestellt. Und zwar im letzten Winter. In irgendeinem Video von vor über einem Jahr seht ihr das. Und da habe ich für sie und ihre Schwester Handschuhe gestrickt. Und die hat die so schön gefunden, dass sie sich fast überlegt hat, also die war kurz davor, das Handschuhpaar ihrer Schwester für sich selbst zu behalten und es gar nicht ihrer Schwester zu geben. Und die hat jetzt bei mir wieder Handschuhe bestellt. Und die hat gesagt, die haben ihr so gut gefallen, sie möchte doch auch sowas in die Richtung haben. Nochmal aber in der Farbe wie die für die Schwester. Und dann haben wir auf Ravelry Handschuhe durchgeschaut und wir hätten dann auch ein, zwei gefunden, die ihr gefallen haben. Und dann ist mir das eingefallen aus dem Hinterkopf, dass ich dieses E-Book habe. Somit sind wir das E-Book durchgegangen. Und meine Arbeitskollegin hat sich dann für die hier entschieden. Also die Handschuhe haben ihr am besten gefallen vom ganzen E-Book.
Es ist effektiv so, ich verlinke es euch natürlich und dann könnt ihr euch hier hinten das anschauen und dann seht ihr alle Muster. Ja, also es ist wirklich ein Paar, ist schöner wie das andere. Aber wir haben die hier am besten gefallen. Dann hat mich jetzt irgendwann, ist mir das jetzt wieder eingefallen, dass ich ihr die eigentlich stricken wollte. Hätte Fahrradkette, gell? Gewollt hätte. Und dann musste ich erstmal wieder Wolle suchen. Und dann habe ich zuerst was ganz anderes gefunden, zwar in einem ähnlichen Grün. Aber das war nicht das richtige Grün und nicht die richtige Wolle. Und das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Und dann habe ich hier meine Handschuh-Wolle-Kiste aufgemacht. Und ja, ich habe eine ganze Kiste voller Wolle für Handschuhe. Logisch geht die Wolle auch für alles andere. Aber wenn ich mal Handschuhe stricken wollte, so in einem Norweger Stil, ja, in so skandinavischen Stil hier, dann ist das die Kiste, in der ich schauen muss. Ich muss nicht meinen ganzen Sammelsurium hier durchschauen, ich muss nur in die Kiste schauen. Und das ist hier meine Handschuhkiste. Und dann habe ich die komplett gleiche Wolle gefunden. Ich habe gesehen, ich habe effektiv noch von beiden Farben Knäuel über, in derselben Farbe wie die Handschuhe von der Schwester meiner Arbeitskollegin. Jetzt war nur das Problem, das Muster hier, das braucht, puh, wie viel waren das jetzt? Das Muster hier braucht 64 Maschen. Das heißt, hier an der Hand, die Breite des Handschuhs sind 64 Maschen. Und 64, nö, das stimmt gar nicht. Doch. Nö, das stimmt gar nicht. Das waren noch mehr. Ach, muss ich sie jetzt zählen? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Dann sind es 20, dann sind es 40. 41 mal 2 ist 82. Also sind es 82 Maschen hier für den Umfang der ganzen Hand. Also 41 und 41. Und das war für diese Wolle viel zu viel. Ja? Also ich stricke die jetzt hier mit 2,5. Ich glaube, das sind 2,5. Yep. Das sind die Adi Novell 2,5. Und das sind beides Merino-Garne, also Superwash Merino. Und 42 Maschen, 41 Maschen, aber 82 Maschen im Ganzen sind einfach viel zu viel. Da wäre der Handschuh so, um so viel breiter noch geworden. Und gleichzeitig habe ich aber beim Durchblättern vom E-Book dann auch diese Handschuhe hier gesehen. Genau. Die hier. Und mir hat hier das Bündchen so gut gefallen. Also ich fand das Bündchen mega. Gell? Ich habe mich sofort in das Bündchen verliebt und dachte mir einfach, ich mache da eine Mischung aus beiden. Ich mache dieses Bündchen und dann dieses Muster. Und da muss ich mir dann halt das Muster so zurecht basteln. Ich dachte mir zuerst, ich nehme überhaupt was anderes, aber sie hat sich die hier ausgesucht. Ihr hat das Muster hier so gut gefallen. Und dann dachte ich mir, okay, dann muss ich halt an dem Muster irgendwie rumbasteln. Und dann wusste ich zuerst überhaupt nicht wie. Und habe das Bündchen hier insgesamt dreimal gestrickt. Ich habe dreimal dasselbe Bündchen gestrickt, weil mir das Bündchen so gut gefallen hat. Und ich wollte das unbedingt verwenden an den Handschuhen hier. Aber sobald ich das Bündchen hatte, wusste ich dann oben nicht mehr, mit welcher Maschenanzahl ich irgendwie weitermachen sollte, damit einfach die Breite von den Handschuhen passt. Und dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt so ein kleiner Insider-Tipp. Und für jemanden ist das jetzt Gold wert, weil es war für mich Gold wert, die Idee. Jemand anderes sagt, nö, das ist jetzt nicht so meins. Ich habe ja auch schon, ich halte euch noch einmal kurz den Handschuh in die Kamera. Ich habe ja auch schon die Maschen stillgelegt. Hier den Kontrastfaden eingearbeitet, wo dann der Daumen hinkommt. Ich zeige euch einmal noch kurz die Handschuhe. Wie gesagt, das Bündchen ist einfach nur genial. Hier mit einer Runde links, damit man so einen Abschnitt hat. Und danach habe ich vorne und hinten ist komplett dasselbe Muster. Ich habe hier an der Seite nur zwei Maschen immer im Grün, damit man halt sieht, eines ist vorne, eines ist hinten, aber ich habe sonst gar nichts geändert. Das Muster ist vorne wie hinten komplett dasselbe. Ja, ist auch recht eingängig, ist recht simpel. Man hat
kaum Spannfäden, man hat nur hier am Übergang links und rechts mal einen Spannfaden. Aber ich habe mir dann, also die Handschuhe existieren nur, weil ich einen Trick 17 gefunden habe. Und den Trick 17, den wollte ich euch noch zeigen. Und zwar, und jetzt seht ihr auch das Muster, aber natürlich bearbeitet, somit, ich habe mir so einen ganz klitzekleinen Mini-Drucker gekauft, ja, also da gab es so die Werbung von diesen kleinen Mini-Druckern, die so ganz gemütlich dann Etiketten drucken, und ich habe den dann beim großen A gefunden. Ich habe mir einen ausgesucht, der nicht megamäßig teuer war. Ich bin zwar von der Druckqualität nicht so 100% überzeugt, aber ich dachte mir nämlich bei den ersten paar Sachen, die ich bei dem Mini-Drucker ausgedruckt habe, dass es eigentlich auch nur Ramsch ist und das ist rausgeworfenes Geld. Aber dann kam ich zum Problem mit diesen Handschuhen und ich habe jetzt entdeckt, dass der Drucker die perfekte Lösung für das Problem ist. Und zwar, ihr wisst ja, ich schreibe ganz vieles mit, einfach damit ich einen Überblick habe und am Ende vom Monat so weiß, was ich gemacht habe. Und ich habe dann manchmal auch solche Projektseiten. Und das hier ist zum Beispiel mein Tracker, was ich das ganze Monat über mache. Es gibt dann auch andere Projektseiten, zum Beispiel habt ihr hier, das ist eben jetzt der neue, den zeige ich euch dann gleich. Aber ihr habt hier zum Beispiel die Projektseite für den, wo ist er denn jetzt? Der Colorwork Bully aus dem finnischen Strickbuch und so. Und ich habe hier zum Beispiel die Handschuhe meiner Arbeitskollegin mit drin. Und ich habe dann, bin dann drauf gekommen, dass ich habe das E-Book ja auch auf dem Handy. Ich habe mir da dann einen Screenshot von diesem Strickmuster gemacht, von diesem Colorwork Chart, habe den dann zugeschnitten auf die Maschenanzahl, die ich brauche, habe den dann leicht variiert und habe dann diesen Colorwork Chart mit diesem kleinen Mini-Drucker ausgedruckt. Und wie ihr seht, habe ich mir hier Zeichen reingemacht, wo ich was machen muss. Und das hier zum Beispiel ist die Linie. Ihr seht hier diese orange Linie, die seht ihr schon, links und rechts. Das schaut so aus, als würde es in einem mal durchgehen, aber das sind links und rechts und in der Mitte ein paar Maschen frei. Die orange Linie ist zum Beispiel, wo ich eingezeichnet habe, wann ich die Maschen, den Kontrastfaden einstricken muss für die für die Daumenmaschen, meine Güte. Aber mir reicht das hier als Chart. Ich habe dann ein Lineal oder ich habe dann ein Blatt Papier und lege das da dann drauf und fahre dann immer die Reihe hoch, wo und wie ich gerade bin. Und ich habe mit dem Mini-Drucker mir diesen Chart in Mini ausgedruckt und das ist vollkommen genügend für mein Strickprojekt. Also ihr seht ganz genau, der Musterchart ist da mit drauf. Ich habe die Maschen eingerahmt, so viele wie ich brauche, damit der Handschuh nicht zu breit wird. Ich kann mir selbst einzeichnen, was ich da als Infos brauche, und ich habe jetzt den Musterchart da drin, wie ich den brauche. Das ist grandios. Gleichzeitig ebenso auch als Info. Ich habe dann zum Beispiel ein Strickmuster zugeschickt bekommen, das ich lange schon stricken hätte wollen, in allen möglichen verschiedenen Arten. Und das sind einmal hier diese kleinen Schafe. Ihr seht, die sind jetzt einmal verkehrt, also eigentlich gehören die so rum, ja, also so sind es Schafe, aber eigentlich strickt man die dann so rum, weil man zum Beispiel den Bulli vom Bündchen aus nach unten strickt, weil man die Socke vom Bündchen aus nach unten strickt, damit die Schafe halt gerade sind. Das habe ich zugeschickt bekommen, das habe ich mir ausgeschnitten in der Größe, wie ich es brauche, und habe es dann mit dem Mini-Drucker ausgedruckt. Und jetzt habe ich das hier drinnen, weil ansonsten hätte ich es halt irgendwo auf meinem Handy und würde es nie wieder finden. So als Strickinput. Das sind einmal die Handschuhe. Das wollte ich euch nur zeigen, weil ich war so begeistert, wo mir diese Idee gekommen ist. Das ist, ich das auf der App vom Mini-Drucker bearbeiten kann, das mit dem Mini-Drucker ausdrucken kann, das reinkleben kann, und dann habe ich das Problem mit den Handschuhen von den vielen Maschen von der Originalanleitung. Keine Ahnung, was mit dem Kater jetzt los ist. Habe ich das Problem gelöst. Und ich kann jetzt diese Handschuhe stricken und habe alle Infos hier drinnen. Und es ist genau maßgeschneidert auf den Handschuh. Keine Ahnung, warum dem die Nase so kitzelt, ja? Keine Ahnung.
Irgendwas muss da sein. Katze! Und da muss ich danach halt einmal hinschauen. So, und dann kommen wir zum letzten für heute, und zwar die Buchvorstellung. Ich habe natürlich wieder ein neues Strickbuch und habe schon was angeschlagen und habe auch schon dran gearbeitet und habe megamäßig Spaß. Und zwar das nächste Strickbuch, welches ich euch in die Kamera halte und auch vom EMF Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe, ist das Buch Knit This. Ja? Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Das ist so eine kleine, süße Form, muss ich schon sagen, gell? Das ist so ein kleines, nettes Büchlein, das ist so relativ dick, ja? Ich finde das ganz lustig. Das ist so irgendwie so klein und handlich und es fühlt sich so nach so viel an. Und da ist auch einiges drin, doch. Von Veronika Lindberg, ja? Knit This. Ich glaube, wir machen kurz eine Pause. Wir haben heute Morgen das Katzenstreu. Ich möchte jetzt nicht gerade sagen, gewechselt. Also nicht Neues, aber Katzentoilette gesäubert, ja. Und ich glaube, der Katzensand, der ist zwar neu, aber das ist jetzt nicht heute neu, sondern der war vor ein paar Wochen neu. So ein großer Sack. Und ich glaube, der ist einfach etwas staubiger, wie das, was er so gewöhnt ist. Und ich glaube, der war vorhin in der Katzentoilette und ich würde vermuten, dass ihn der aufgewühlte oder wie auch immer Staub von dem Katzensand, von dem Katzenstreu irritiert. Ich muss mir das danach nochmal anschauen. Es ist so draußen auf dem Balkon an der frischen Luft. Das Niesen hat sich jetzt ein bisschen gelegt, aber da muss ich ein bisschen schauen. So ist es halt, wenn man Haustiere hat, gell? Ja. Die Buchvorstellung. Mein Fazit zu diesem Buch. So, das ganz grobe vorweg. Ich finde das Buch schön. Ich habe da drin auch schon mehrere Projekte, die mich interessieren würden, auf alle Fälle. Ich weiß aber nicht, doch, ich hätte es mir gekauft. Doch. Doch. Schon alleine, wenn ich das jetzt nochmal sehe. Doch, doch. Möchte ich jetzt nicht sagen. Auffallend an dem Buch ist, dass viele Projekte immer in sehr neutralen Farben dargestellt sind im Buch. Ganz vieles ist in Grau und in Beige, was ich ein bisschen persönlich ein bisschen langweilig finde, obwohl ich da jetzt nichts sagen darf, weil da ist auch Beige mit dabei. Aber ja, das ist mir jetzt auch mal aufgefallen bei den Anleitungen von ich weiß nicht mehr welcher Designerin auf Ravelry. Die gute Frau hatte 15 Strickdesigns auf Ravelry und jegliches Design war in Grau gestrickt und ich finde das dann immer ein bisschen schade, ja. Ich glaube, Grau kann man gut anziehen. Ich glaube, Grau stellt Basic Bullies und so gut dar, aber alles, man kann schon ein bisschen Farbe benutzen, ja. Das ist so, die ganzen Sachen sind sehr oversized, was ich selber ja in dem Sinne gar nicht mag. Also es ist wirklich alles so hängend und triefend. Aber ich finde auch, da sind richtig, richtig schöne Sachen drin, die man mit nur kleinen Änderungen so hinbekommt, dass man sie selbst gern hat. Ja? Und das ist das hier dann auch, das zeige ich euch. Und zwar, das Buch selbst, also die Fotos sind in Ordnung, da darf ich jetzt, die sind zwar nicht so schön wie in meinem finnischen Buch, weil da sind ganz viele Landschaften mit dran, aber ich finde das Buch, es ist sehr schön gemacht, ja, also da hat man was in der Hand, schon alleine, weil es ist eben klein und dick, also man hat wirklich ein ordentliches Buch in der Hand, aber auch die Fotos, das ist schon in Ordnung, doch, es ist recht dickes Papier, muss ich sagen. Also es ist ein ordentliches Buch. Das schönste Foto vom ganzen Buch ist logischerweise das hier. Da ist auch ein bisschen der Inhalt drin. Aber das hier schon alleine, weil Herr oder Frau Katze sich gerade dabei ist, in die Stricknadeln zu verbeißen
Und ich glaube, das ist einfach göttlich. Ja, also auch der Kater macht das. Der Kater würde, wenn er dürfte, auch gerne Stricknadeln knuspern. Und ich muss mich da dann natürlich chronisch drüber aufregen. Es muss alles versteckt sein, weil ansonsten kaut der da drauf rum. Das Buch hat zum Beispiel einen Teil drinnen mit Tipps für erfolgreiches Stricken. Da sind halt dann so Sachen drin wie die Größenwahl, eine Maschenprobe, wenn man nicht das Originalgarn hat, wenn man das ersetzen möchte, was könnte man da tun? Wie wascht und spannt man Strickstücke? Was ist eine rechte und was ist eine linke Seite, obwohl das ist Anfänger? Dann gibt es noch eine Erklärung für Kürzel, dass ein WIP ein Work in Progress ist und was das heißt und was ein UFO ist und was das heißt. Das sind jetzt halt so ein paar allgemeine Sachen, ja. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Pflegetipps für Selbstgestricktes und Punkt 1, das finde ich sehr positiv, lüften. Wenn man was aus 100% Wolle strickt, ganz egal ob Schaf oder Alpaka oder Yak oder keine Ahnung, alles Haariges. Wollsachen kann man und soll man lüften, nicht waschen. Und ich finde das super, dass es Punkt 1 ist, ja. Besondere Techniken, da zum Beispiel gibt es dann sowas wie Brioche, also Patentmuster. Italienisches Abketten ist da auch mit drin. Wie man italienisch abkettet, wenn man halt ein 2-2-Bindchen hat und nicht nur ein 1-1. Und dann ein paar, da gibt es aber auch ein Foto zum Beispiel. Sowas. Und dann noch ein paar Kürzelerklärungen, ja, also Abkürzungen aus dem Buch. Und dann gibt es halt irgendwann gibt es dann Anleitungen. Ja, das ist halt so ein Beispiel für Fotos, ja, die im Buch sind. Ich finde ja das hier wieder, die Farbe und die Mütze genial. Die Anleitungen. Und Anleitung Nummer 1. The Room to Bloom Sweater. Das ist einmal der hier. Ich finde die überschnittenen Ärmeln mag ich gar nicht, also das ist nicht meins. Aber ich finde die Idee mit dem Aufgestickten natürlich super. Obwohl das momentan, es gibt ja ein neues Buch von Leine. Das heißt Embroidery on Knits und das ist ja im Prinzip dasselbe. Ja, aber es ist so als Idee, ich finde das ganz nett, ich finde sogar die Farbe ganz nett. Und es ist noch nicht grau und es ist auch noch nicht beige. Aber ich finde das doch, ich finde die Blümchen an der Seite süß. Vielleicht noch ein, zwei, drei mehr Blümchen, vielleicht nicht nur die einigen wenigen. Das Schöne an diesem Buch ist, das gefällt mir wirklich super, es gibt immer so eine Schemazeichnung, ja. Das ist jetzt dieser Room to Bloom. Es gibt immer zu jedem Pulli so eine Schemazeichnung. Und das Schöne ist, ich mag überschnittene Ärmel nicht. Hier an dieser Schemazeichnung weiß ich sofort, dass das ein überschnittener Ärmel wird. Das heißt, ich muss mir entweder was einfallen lassen für ein Raglan oder ich muss damit leben können, dass wenn ich das hier stricke, dass das hier ein überschnittener Ärmel ist. Und dann weiß ich das und dann kann ich entweder damit leben oder ich lasse mir was anderes einfallen, ja? Aber das Bild hier, so wie das, wie da der Pulli aufgezeichnet ist, das ist grandios. Hier haben wir nochmal ein Foto von dem. Ich finde den Schlitz auch hier an der Seite. Ich mag sowas ja, gell? Sobald ich Bündchen stricke, habe ich überhaupt alles vergessen und stricke das Bündchen immer nur. Also es ist immer dasselbe Bündchen. Aber mir wird sowas hier megamäßig gefallen. Aber dann habe ich das Bündchen schon gestrickt und habe mich nicht daran erinnert, irgendwann mal sowas einzubauen. So einen Schlitz einzubauen, aber ich finde das so schön. Ich finde den Bulli schön. Ich mag nur die überschnittenen Ärmel nicht. Da ist dann die ganze Anleitung mit drin. Also auch wie die Anleitung geschrieben ist, mit dem kann man sehr gut was anfangen. Oh, schaut euch das an. Die haben auch da oben am Kragen gibt es auch noch Blümchen. Also ich finde den schon schön. Also ich müsste vielleicht ein Raglan draus machen, aber ich finde den schon schön, gell? Dann wird auch noch beschrieben, wie da bestickt wird, gell? Also dann mit Bildern. Mit Bildern.
wie man die Blümchen drauf stickt. Dann nächstes Projekt, und der gefällt mir wieder mega. Das ist so ein Brioche, eine Brioche-Jacke. Und ich finde das so süß, weil hier in derselben Farbe die Knöpfe sind, ja. Ich finde das mega mäßig süß. Ich finde den sehr schön. Ich finde auch die Farbe genial. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit so einer fusseligen Wolle machen würde. Das ist der Honey Cardigan. Auch hier wieder gibt es so ein Schema. Finde ich mega. Finde ich einfach mega, weil anhand dessen sehe ich alles. Und da gibt es dann auch noch dazu die Erklärung, wie man sich den Knopf zur Jacke selbst machen kann. Kann ich euch natürlich nicht alles zeigen. Müsst ihr euch dann halt kaufen. Aber ich finde den sehr süß. Das ist sicher ein Garnfresser, wenn man das in... Ich weiß jetzt nicht, ob es Vollpatent ist oder Halbpatent. Das schauen wir gleich nochmal. Ist das jetzt Voll- oder Halbpatent? Halbpatent. Das ist Halbpatent. Also dasselbe wie hier am Morsina. Das ist der... Oh, ich glaube, ich finde den aber deshalb so schön, weil er auch in einer Farbe ist, die mir einfach gefällt. Die wird mich zwar weiß wie eine Wand machen, wenn ich mir sowas in einem, wenn ich mir das in so einem hellen Gelb stricken würde. Mein Kopf ist mal wieder schneller wie mein Mund. Das wird mich weiß wie eine Wand machen, aber ich finde, das sieht so süß aus. Also es ist richtig, richtig schön. Dann haben wir natürlich eine Mütze. In Vollpatent müsste das jetzt sein. Aber das ist ja momentan in, also die Jugend von heute, zu der ich nicht mehr gehöre, aber die Jugend von heute läuft ja eigentlich nur mehr in solchen Beanies rum. Finde ich also für alle passend, die es interessiert. Und ich weiß jetzt schon, sowas wäre was für meine kleine Schwester. Das wäre auch was, um Wolle aufzubrauchen. Ja, also ich sehe das auch gut, um Garne oder Wollreste aufzubrauchen. Das ist jetzt sogar eine zweifarbige Variante. Das finde ich schon in Ordnung. Doch, doch. Da drin ist auch eine Mütze, die ich effektiv stricken möchte. Ich bin ja kein Mützenfan, aber... Dann haben wir einen Bulli, der mir richtig gut gefällt. Nur ist er für meinen Geschmack zu oversized. Aber das Strickmuster ist wunderschön. Der hier nämlich. Da oben mit dem Lochmuster... Ach, das ist wunderschön. Die Rundbasse, die gefällt mir mega mäßig. Aber seht ihr die Ärmel? Das ist nicht so meines. Also so über, solch eine Übergröße stricken, nö, das mag ich nicht. Das hängt dann an mir runter wie ein Kartoffelsack. Aber das Strickmuster an der Rundbasse, ach, göttlich. Da dürfte eigentlich auch noch ein schöneres Foto sein, genau. Ich dachte mir doch, da war noch ein schöneres Foto. Das ist so schön. Wenn ihr da eine schöne Wolle habt, irgendein schönes Garn und dann dieses Loch- und Zopfmuster, ach, herrlich. Also den möchte ich mir gerne stricken, aber dann halt mit einer Nadelstärke kleiner oder eine Größe kleiner, wie auch immer, einfach damit das nicht ganz so sackartig an mir aussieht. Das ist einfach mein Problem an dem Buch, dass da ganz viel Oversize ist und ja, das ist dann einfach nicht meins. Für jemanden anderes ist das wahrscheinlich das Perfekte. Aber mir gefällt die Rundbasse mega, mega. Dann haben wir hier ein paar Socken. Die sind langweilig, aber ein paar Socken. Das hat so ein bisschen was von einer Restesocke. Jo, ich glaube, dass das überhaupt nicht aufregend ist, weil das wird mit recht dickem Garn gestrickt. Ich glaube, sogar doppelt gehalten. Das ist eine Nadel 4 mm. Also das heißt für 8-fach Sockenwolle Stärke. Und ich glaube nicht, dass wir Stricker, wie wir hier halt so sind, außer manch ein Anfänger, eine Anleitung für Socken braucht. Ich glaube, da hat jeder in der Zwischenzeit so sein Rezept. Aber dann sind halt Socken auch mit drin. Ich finde sie ja nicht hässlich. Also ich finde die schon süß. Geil. Auch wenn man das so zweifarbig strickt als Resteverwertung, ist es auch wieder genial. Zur Resteverwertung ist das sowieso immer genial. Aber das sind halt dann so Couch-Socken, ja, so Sofa-Socken. Dann haben wir. Jetzt meinen. Ist es mein Liebling aus dem Buch? Es ist unter Umständen mein Liebling aus dem Buch. Und zwar, seht ihr das? Das ist ein ganz schlichter, auch ein bisschen zu oversized, aber trotzdem ein ganz
schlichter Raglan. Und da machen wir jetzt Pause im Buch, denn das ist ganz, ganz schlicht, ganz simpel. Ich muss mir da jetzt ein Lesezeichen reinmachen. Ich habe vor, ich glaube, einem Jahr, musste ich meiner kleinen Schwester einen Kuschelmenschen häkeln. Ja? Also die wollte so eine riesengroße Puppe zum überall mit hinnehmen, die so ein bisschen aussieht wie unsere Mutter. Einfach damit die halt unsere Mutti immer irgendwie irgendwo mit hatte. Und die spielt heute noch mit der Puppe. Ich musste ja in einem Video vor Weihnachten oder Ende November, sowas in der Richtung, habe ich euch ja die Jacke gezeigt, die ich da genäht habe, für den Lieblingsmenschen. Das war der, na, Kuschelmensch hat das geheißen. Genau, das, die Puppe ist der Kuschelmensch. Und ich habe mir damals von Drops dieses Garn bestellt. Das ist die Drops Andes in so einem Beige. Ja, Beige. Ich brauchte ja einen Hautton und das war irgendwie so, für die Puppe war das so, war das ein super Ton. Ich habe mich da an die Anleitung von Isabel Kessedian gehalten. Da gibt's ja meine Lieblingshäkelpuppe und habe dann da diese Puppe gehäkelt. Und ich glaube, am Ende habe ich nur 2 oder 3 solcher Knäuel gebraucht und ich habe megamäßig viel von der Wolle über. Ich glaube, das sind 7 volle Knäuel. Doch, ich habe 7 volle Knäuel über. Und ich schon, nachdem ich die Puppe gehäkelt hatte und das alles fertig war, dachte ich mir schon, meine Güte, jetzt hast du was von der Wolle über in einer Farbe, die du gar nicht leiden kannst. Was machst du denn bitte mit der? Und einfach nur so irgendeinen Blödsinn draus machen, ist auch schade, denn die Andes, das ist 65% Wolle und 35% Alpaka. Das ist also dasselbe wie die Lima von Drops oder ich glaube die Nord. Ist es die Nord? Entweder die Nord oder die Flora. Egal. Es ist ein kuscheliges Garn, das hält warm, man könnte da einen wunderschönen Pulli draus machen. Aber im Beige, ich kann mit Beige nichts anfangen. Ich bin ja sowieso schon immer weiß wie eine Wand, ja? Die war jetzt dann halt so ein gutes Jahr bei mir hier im Schrank eingelagert und ich wusste überhaupt nicht, was draus machen. Weil 7 Knäuel von der Wolle reichen nicht, um einen Pulli zu stricken. Aber was mache ich denn sonst aus der Wolle? Ja, schon alleine, weil das Garn die Zusammensetzung hat, die es hat, kann ich nichts anderes draus machen als ein Kleidungsstück. Ich kann da jetzt nicht Deko draus machen, weil dann sind die Motten drin. Wenn halt mal welche da sind, dann sind sie halt da drin. Ich kann da jetzt aber auch nicht eine Decke draus machen, weil mit 7 Knäuel komme ich ja nirgends hin und dann sind wir wieder beim Mottenthema. Was macht man mit Wolle, bei der man sich absolut verschätzt hat und mit dessen Farbe man halt nicht leben kann? Und dann war ich schon seit langem, aber wirklich seit langem auf Ravelry, auf der Suche nach einem stinknormalen Raglan. Was ganz Simples, weil ich mir dann einfach dachte, ja, vielleicht machst du die Bündchen in einer anderen Farbe oder du lässt dir irgendwas, muss mir halt einfallen. Aber ich war wirklich auf der Suche nach einem stinklangweiligen, ganz simplen Raglan, weil ich einfach Raglan lieber habe, was sowas von Simples und Langweiliges und einfach so ein Drüberschmeißbulli, ja? Ich wollte keinen Raglano stricken, weil ich habe schon 2 oder 3. Ich habe 3 Raglanos. Ich habe schon 3 Raglanos. Dann stricke ich nicht noch einen 4. Raglano. Mir ist aber auch nichts eingefallen. Ich hatte keine Idee. Und Ravelry hat mir auf meine Suche hin leider nicht das Ergebnis geliefert, was ich gebraucht hätte, ja? Zudem dachte ich mir, also ich habe ja überhaupt kein Problem, Geld für Anleitungen auszugeben. Ja, wenn mich was interessiert, dann zahle ich das und dann kaufe ich mir die Anleitung. Aber dadurch, dass hier einfach die Liebe gefehlt hat bei dem Garn, wollte ich kein Geld für die Anleitung ausgeben und ich habe nichts gefunden, was mich irgendwie glücklich gemacht hätte. Ich habe dann eine Maschenprobe in der Zwischenzeit gemacht und das Lustige daran ist, ich habe da zum Beispiel mit eingestrickt, mit welcher Nadelstärke ich die Maschenprobe gemacht habe, weil ich wusste, Monate später weiß ich das nicht mehr. Und die Maschenprobe, die habe ich auch wirklich wahrscheinlich vor 6 Monaten oder so mal gestrickt. Hier unten, das soll eine 8 sein. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Das ist eine Nadelstärke 8.
Millimeter. Wenn ich dann den Pulli trage mit 8 mm, dann dehnt sich der. Also habe ich es noch mit einer 6er probiert. Da hier, das ist eine 6. Da dehnt sich das nicht ganz so sehr. Also das ist dann nicht ganz so löchrig. Dann war für mich nach der Maschenprobe zumindest schon mal klar, okay, der Pulli wird mit einer 6 mm gestrickt. Passt. Aber dann hatte ich halt so eine Maschenprobe. Und so lag das jetzt rum bei mir hier. Bis nicht dieses Buch gekommen ist. Und ich blätter durch das Buch. Und hier auf Seite 78 oder dann halt 77 kam eben dieser Pulli raus. Und ja, das war dann so wie vom Blitz getroffen. Also ihr müsst euch mal diesen Zufall vorstellen, dass ich Wolle da habe, mit der ich seit 6 Monaten, eigentlich seit einem Jahr, aber halt seit 6 Monaten nach Maschenprobe, nie nichts gefunden habe im Internet, mit dem ich glücklich war. Wo ich mir wirklich dachte, okay, das stricke ich nicht nur, um die Wolle zu verbrauchen und das langweilt mich, sondern dann stricke ich das, weil ich möchte die Wolle verbrauchen. Aber ich habe dann was zum Anziehen, mit dem ich auch eine Freude habe. Ich habe nichts gefunden. Und ich blätter durch das Buch und dann kommt der Pulli dabei raus. Der ist ein bisschen oversized. Das ist mir immer noch etwas zu viel. Aber die Maschenprobe mit der 8er Nadel, Beispiel, nur als Beispiel. Aber die Maschenprobe von dem Garn mit der 8er Nadel hat genau übereingestimmt mit der Maschenprobe von mit der 8er Nadel von diesem Pulli. Und ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Also, das ist ein Zeichen der Strickgötter. Ich muss diesen Pulli mit diesem Garn stricken. Dann habe ich, zum einen habe ich gelesen, also zum einen ist das ein Raglan. Ja, also ihr seht, dass das ein Raglan ist. Zum einen. Zum anderen war halt wirklich der Zufall, die 8 mm Nadel und die Nadel, die Maschenprobe hier hat mit meiner Maschenprobe übereingestimmt. Aber dann sind wir ja immer noch am Problem, dass mit der 8er Nadel mir die Maschenprobe einfach zu locker wird und ich das für eine 6er Nadel haben wollte. Dann habe ich einfach geschaut, was ist hier. Also die kleinste Größe hier im Buch gibt einen Brustumfang von 131 cm an. Man sollte den Pulli mit einer Mehrweite von 30 bis 40 cm stricken. Nö, mache ich nicht. Ich mache den ein bisschen lockerer wie gewohnt. Das heißt, ich gebe halt 5, 6 cm dazu. Ein bisschen lockerer wie normalerweise. Und dann muss das reichen. Aber wenn ich schon eine Nadelstärke so viel kleiner habe wie im Original, probieren wir jetzt einfach mal. Ja? Das heißt, ich habe den Pulli laut Anleitung ein bisschen angeschlagen. Nö, gar nicht. Ich habe mir dann Gedanken dazu gemacht, was die Mengenangabe, ich stehe jetzt leicht auf der Leitung, es kann also noch kompliziert werden. Ich hatte 7 Knäuel zur Verfügung. Ich habe mich dann in die Anleitung reingelesen. Laut Anleitung brauche ich für die kleinste Größe 500 Gramm Wolle. Nö, das macht ja keinen Sinn. So, jetzt sind wir an dem Punkt, dass Video machen streng wird. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Also, ich habe 7 Knäuel Wolle. Hier sind 100 Gramm mit 90 Metern. Ja? Laut Anleitung brauche ich 140 mal 5. Das sind halt 5, das sind 700, das sind 700 Meter. Genau. Laut Anleitung bräuchte ich mit 8er Nadeln 700 Meter. Ich habe aber keine 700 Meter, weil 7 mal 90 sind keine 700 Meter. Und ich stricke es mit einer 6er Nadel. Das heißt, die Wolle würde mir wahrscheinlich nicht reichen. Wenn ich es ausrechne, laut ausrechnen, reicht mir die Wolle nicht. Ja? Dann dachte ich mir so, was machst du jetzt? Jetzt hast du wahrscheinlich wegen 1 oder 2 Knäuel zu wenig Wolle. Ich will die loswerden und ich habe hier den richtigen Pulli. Also habe ich mir als Kontrastfarbe die Andes in Orange bestellt. Da habe ich mir 2 Knäuel bestellt bei einem Online-Shop. Ich wusste ganz genau, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, damit dieses Beige mich nicht noch weiß wie die Wand. Ja. Also habe ich mich für Orange entschieden, weil Orange kann ich schon tragen. Also so eine krasse Farbe kann ich schon tragen. Das geht schon. Dann habe ich mir die Anleitung eben angeschaut und habe für mich entschieden, okay, ich mache das mit einer kleineren Nadel, ich mache das mit einer 6er und nicht mit einer 8er. Das heißt, ich muss ein paar Sachen ändern. Ich muss beim Bündchen mehr Maschen anschlagen wie in der Anleitung. Ich kann danach aber die Zunahmen so machen, wie sie in der Anleitung sind.
bis dahin, wo ich sie haben möchte, bis der Bulli breit genug ist für mich. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann den Bulli angeschlagen, habe angefangen, den Pullover zu stricken und bin jetzt schon so weit. Also, ich stricke den mit 6er Nadeln. Der schaut jetzt ein bisschen klein aus, weil ich habe da so Maschenstopper drinnen. Ja, ich habe da so ein Seil drinnen für die Ärmel und das zieht irgendwie alles zusammen. Ich bin aber schon reingeschlüpft und der sitzt. Also, ich habe in Orange Maschen fürs Bündchen angeschlagen, habe dann die Maschen eingeteilt, wie die Anleitung das vorgibt, habe dann hier diese Raglan-Maschen links und rechts und vorne und hinten, die sind überall gleich. Der Pulli hat keine verkürzten Reihen, damit das Bündchen hinten höher kommt. Das könnte sich bei mir noch zu einem Problem ergeben, kann sein. Ich muss aber das Bündchen sowieso ein bisschen, ja, also das Bündchen zieht sich momentan noch sehr stark zusammen. Ich muss das sowieso ein bisschen in die Breite spannen. Dann könnte sich das auch schon wieder legen. Ich weiß es noch nicht, das sehe ich dann, aber ich habe dann diese Raglan-Schrägen hier gearbeitet und die ganzen Zunahmen, bis ich das dann probieren konnte und mir dachte, das reicht jetzt, um die Ärmelmaschen stillzulegen, habe dann die Ärmelmaschen eben stillgelegt, so auf ein Seil. Das ist jetzt eines dieser Scooby-Doo-Bänder hier. Das ist 3 Meter lang, das reicht vollkommen. Das geht hier rein, durch den Körper durch und dann einmal hier wieder rein. Deshalb eben zieht sich das Ganze so zusammen, dass innen ist einfach das Plastikseil, das da nicht nachgibt. Ich habe dann die Ärmelmaschen stillgelegt, habe dann da unten noch ein paar Maschen angeschlagen, das dann nicht mehr nach Anleitung, da habe ich mir das dann so zurechtgebastelt, wie ich das haben wollte, habe dann noch 2-3 Runden in Orange drauf gestrickt und bin dann zu Beige übergegangen und mache jetzt den ganzen Körper in Beige, auch das Bündchen unten in Beige. Ich mache den Pulli ein bisschen länger, wie ich normalerweise gewohnt bin. Also der darf schon ein bisschen größer und lockerer an mir sein, aber ganz gewiss nicht 30, 40 Zentimeter, wie es die Anleitung sagt, weil ich bin kein Kartoffelsack. Ja? Das passt bei mir einfach nicht. Aber ich werde den ein bisschen größer machen und sobald er dann mal gewaschen ist, weil die Maschen sind alle also das ist ein bisschen starr, ja. Einmal waschen und dann liegen die lockerer. Aber dann wird das ein wunderschöner Pulli sein, oben mit Orange, damit ich da einfach eine schöne, schöne Kontrastfarbe habe. Ja, eben ich muss hier das Bündchen so ein bisschen rausspannen, ja, so in die Richtung. Und dann geht das unten im Beige weiter und an den Ärmeln wird genau dasselbe passieren. Da stricke ich dann noch 2-3 Runden in Orange, gehe dann auf Beige über und mache dann einen stinknormalen Ärmel in Beige und hoffe, dass ich einiges an Knäuel aufbrauche. Ich glaube, ich habe jetzt 2 Knäuel im Beige, muss jetzt das dritte natürlich dranhängen, damit ich den Körper weitermachen kann und dann habe ich 2 für den Ärmel da und 2 noch für den Ärmel da und das dürfte eigentlich reichen. Vielleicht habe ich eine Kleinigkeit über, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Aber ich bin im 7. Himmel, dass ich endlich dieses Garn loswerde, verbrauchen kann und ich dann einen so simplen Pulli habe, aber der trotzdem farblich immer noch zu mir passt. Ja, also das Orange, ich habe auch sonst andere orange Sachen in meinem Schrank, die ich gerne anziehe. Und das passt wunderbar. Also da bin ich jetzt ganz froh, dass das wirklich das Problemslösung war. Ja, dass ich 2 Knäuel Orange bestelle und damit 7 Knäuel im Beige loswerde, verbrauche. Und ich sah das einfach als Zeichen der Strickgötter, dass in diesem Buch genau so was drinnen ist, was zu dieser Wolle passt. Also genial. Ich habe also schon wieder einen Pulli auf den Nadeln. Ich habe zwar 2 Oberteile fertig, aber dann habe ich halt schon wieder einen Pulli auf den Nadeln. Zurzeit kommen die kleinen Sachen alle ein bisschen zu kurz. Also Socken und eben auch Handschuhe und so habe ich schon mal auf den Nadeln, immer mal wieder. Aber die kommen, hoppala, zurzeit eindeutig ein bisschen zu kurz, weil irgendwie habe ich wirklich ein Oberteil nach dem anderen. Aber ich bin so glücklich mit dem Teil. Ich finde das, ach, das ist wirklich, das sind die 7 Fliegen mit einer Klatsche. Das ist wirklich so, also göttlich. Aber da haben wir ja noch nicht fertig, das Buch ist noch nicht fertig. Denn nachdem ich da schon gefeiert habe, ja, dass ich da diese simple Anleitung drin habe von so einem simplen Raglan,
gab es dann von der Designerin auch noch die Idee, das in quietschbunt zu machen. Das, mir gefällt der so megamäßig gut. Also das ist auch wieder so eine Resteverwertung. Da bin ich sofort dabei, das wisst ihr ja, gell? Dann gibt's den Pulli. Plus minus dasselbe Prinzip, aber schaut euch das mal an. Mit kleinen Böbelchen. Hoppala, Entschuldigung. So, mit kleinen Böbelchen dran. Ach, der ist so süß. Ach, ich finde den so schön. Ich finde, ach, das ist herrlich. Also das ist wieder mal was, was mir megamäßig gefällt. Auch hier wieder die Schemazeichnung ist ja genial. Aber ihr seht jetzt hier das wieder mal ein kleines Manko, warum ich lieber mit Nadelstärke 6 dann arbeite, wie mit 8. Seht ihr, wie sich das da oben dehnt und wie durchsichtig der Pulli wird, weil der einfach zu locker gestrickt ist. Das war, dieses Foto war der Grund, warum ich den hier mit Nadelstärke 6 stricke und nicht mit Nadelstärke 8. Warum ich da die Maschenprobe gemacht habe, eben noch mit einer 6er Nadel und nicht nur mit einer 8er. Aber ich finde den Pulli mega. Da ist dann auch die ganze Anleitung drin, super toll. Da ist auch erklärt, wie man diese Böbbelchen macht. Megamäßig. Dann kommen wir zur nächsten Mütze. Das ist meiner Meinung nach nicht gerade spannend, weil ich eben kein großer Mützenfan bin. Aber ja, ist halt dann mal wieder eine Mütze. Die hat jetzt halt Mohair drinnen, also der Unterschied zwischen den ganzen Mützen ist, ob mit oder ohne Mohair. Ich bin kein Mützentyp. Ja, also wenn jemand ganz gerne solche Mützen trägt und solche Beanies trägt, der sieht sofort auf einen Blick den Unterschied zwischen Mütze A, B und C. Ich sehe den nicht. Für mich sind das alles dieselben. Dann haben wir einen Cardigan, den ich zwar schön finde, aber niemals stricken werde. Da müsste noch ein anderes Foto mit drin sein. Und zwar genau das hier. Ich finde den schön. Ja, also das ist so ein richtiges, schönes Casual-Style. Also einfach drüber schmeißen und man ist angezogen. Aber es ist zum einen mal wieder patent. Schauen wir, ob es volles oder halbes ist. Und zwar halb patent. Mhm. Aber der ist so auch wieder groß und übertrieben, dass das an mir wieder wie ein Kartoffelsack runterhängt. Zum einen, schon allein weil es im Halbpatent gestrickt wird, hat das mehr Volumen. Aber dann hängt das einfach so an mir runter. Ich finde den wunderschön. Und das wäre jetzt so ein Teil, das würde ich vielleicht kaufen. Ja? Ich würde so eine Strickjacke vielleicht kaufen. Selbst stricken würde ich die vielleicht nicht, weil ich glaube, mir wäre da einfach der Arbeitsaufwand für das Endprodukt ein bisschen zu groß. Ich glaube, das wäre nicht mein Lieblingsteil. Ich würde es zwar anziehen, weil ich finde es schon modisch, finde ich es in Ordnung. Finde ich es schön, aber ich glaube nicht, dass es zu mir passt. Dann haben wir ein paar Fäustlinge im Colorwork-Muster, ja. Da müsste auch noch irgendwo ein anderes Foto eigentlich sein. Ja, die finde ich nett. Das sind nicht meine Farben, aber die finde ich nett. Und das ist wieder dasselbe. Als Resteverwertung würde ich sowas sofort stricken. Vielleicht nicht nur als Resteverwertung. Ich würde sowas dann sofort schon in Grün mit Gelb und Orange, so richtig knallig, so leicht, oder vielleicht sogar 70er-Jahre-Stil, so Orange, Braun und was gibt's da noch? Sowas in die Richtung, da wäre ich sofort dabei. Schon alleine wegen dem Colorwork-Muster, ja. Dann haben wir, oh, noch einen schönen Pulli. Der gefällt mir auch, aber immer dasselbe Spiel. Das ist mir zu viel Oversize, das ist mir zu viel. Ich habe einen Kartoffelsack an und ja, Kartoffelsack, das ist einfach die perfekte Beschreibung, aber das Muster ist mega. Ach, der ist so schön. Da gibt es sicher auch noch ein anderes Foto. Das ist jetzt eine Rundbasse. Oh, schön. Oh, der ist so schön. Seht euch nur den Pulli an. Vielleicht, also die Farbe gefällt mir gut. Mir gefällt das Strickmuster. Aber ich müsste den mit einer Nadelstärke kleiner stricken. Einfach, damit das nicht ganz so locker rumhängt. Aber der ist einfach nur schön. Schaut euch das an. Oh, da bin ich. In sowas, auf sowas stehe ich ja total.
Ich hätte von der Kremke, hätte ich nochmal dasselbe Garn in Rot und in Grün. Ich weiß jetzt nicht, ob man in Rot vielleicht das Lochmuster besser sehen würde, aber der schickt, also das ruft jetzt so ein bisschen, der schreit so ein bisschen nach diesem Kremke-Garn. Ach, das Lochmuster ist einfach nur genial. Da bin ich schon wieder im siebten Himmel mit sowas, gell? Also da wären jetzt, da ist der Pulli ist mit drin, der mir gefällt. Dann ist der Pulli mit dem Böbbelchen mit drin. Der hier mit dem Lochmuster, der andere mit dem Zopfmuster. Also das wären jetzt schon vier Pullis, die ich aus dem Buch stricken wollte, ja? Dann haben wir nochmal ein paar Socken. Das finde ich jetzt relativ uninteressant. Das sind halt ganz stinknormale Socken und da ist ein Herzchen drauf aufgestickt, ja. Dann haben wir wieder eine Mütze. Und das ist jetzt die Mütze, die ich ausprobieren möchte. Stellt euch vor, ich möchte wirklich eine Mütze stricken. Ihr seht das. Das ist auch wieder von mir aus gesehen jetzt nichts Spannendes, aber jetzt muss ich schauen, wie ich euch das jetzt zeige. Schwupps. Und zwar seht ihr, wie die aufgebaut ist. Also die fängt man auf einer Seite an, strickt die dann einmal komplett durch, hört die auf der anderen Seite auf. Das ist also eine lange Röhre, die man dann ineinander schuppet. Und dann hat man eine doppelte Mütze. Und das ist jetzt sowas möchte ich ausprobieren, nicht für mich, aber für meinen Stiefvater. So eine doppelte Mütze, vielleicht auch zweifarbig, so wie sie Kiko macht, beispielsweise. Für meinen Stiefvater, vielleicht in Schwarz und in Grau, der ist dann so leicht rockerig unterwegs. Und Schwarz und Grau könnte ich mir da gut vorstellen und das wäre was ich eignen würde. Also es ist effektiv eine Mütze, sowas möchte ich gerne ausprobieren, ja. Und dann habe ich schon wieder was in dem Buch drin, was ich ausprobieren möchte. Dann, oh Gott, noch einen. Oh, der ist so schön. Ich möchte lange schon einen Patent-Pullover haben, also wirklich mit komplett überall Patent, ob das jetzt Halbpatent oder Vollpatent ist, ist mir eigentlich egal. Aber der ist so schön. Das hier mag ich, hier den großen Ärmel mag ich nicht. Aber der ist so schön. Das ist Vollpatent. Das ist kein Halbpatent, das ist Vollpatent. Und es ist ein Raglan. Also besser. Gibt es da noch ein Foto? Ja, da doch. Also das ist... Ach, der gefällt mir so gut. Den müsste ich auch jetzt sofort schon haben, ja? Also der, oh, mega. Dann haben wir mal einen bunten Colorwork Bulli. Und der gefällt mir auch, aber in anderen Farben. Ist der nicht schön? Der hat so leicht was Isländisches, so ein Lopapesa-mäßig sieht er aus, ja? Sehr schön. Ein sehr schöner Bulli. Ist natürlich eine Rundmasse. Mega, das ist wunderschön. In anderen Farben, aber das ist wunderschön. Ich und Rosa, wir sind halt einfach keine Freunde, gell? Dann haben wir einen Brioche-Schal, also einen Patent-Schal. Aber das ist dann auch wieder ein bisschen uninteressant, weil wer einmal Patent gestrickt hat, der weiß, wie sowas geht. Und der ist ganz simpel, das ist einfach nur... So ein langer Schal in zwei verschiedenen Rosatönen hier, ja, immer noch dasselbe Rosa ist nicht mein Fall, aber die Idee mit zwei verschiedenen Farben natürlich, dass man eine helle und eine dunkle Seite hat, finde ich da schon wieder interessant, wie bei meinem Kaul, den ich aus dem Lust auf Brioche gemacht habe. Dann haben wir einen Herrenbulli im Colorwork. Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde das Zickzackmuster hier unten und das Zickzackmuster da oben super. Oh, unsere Baustelle. Ich hoffe, ihr hört es nicht, den Baustellennamen. Ich finde das Zickzackmuster sowohl oben wie unten, das passt. Das ist ansonsten ein recht simpler Pulli. Aber das hier sind kleine Totenköpfe.
Und ich weiß nicht, ob man als erwachsener Mann muss hier so Totenköpfe haben. Das schreit mir doch ein bisschen nach 15-jährige Kinder. Also der Bulli vielleicht ohne Totenköpfe, sofort. Und da wüsste ich auch schon jemanden, der sowas tragen würde. Aber ohne Totenköpfe. Dann haben wir, ist das jetzt der letzte? Nö, nö, nö. Nö, 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 ich dachte mir schon, wir wären am Ende, das ist ja jetzt hier schon viel zu schnell. Dann haben wir noch einen Bulli, den ich nicht stricken werde. Und zwar so eine durchsichtige, sowas Durchsichtiges, ja. Das ist so ein bisschen wie, da gibt's ja was von Petit Knit und das ist die irgendetwas Blaus, die auch so durchsichtig ist, ja. Finde ich schwierig, finde ich schwierig. Schon alleine je nachdem, welches Garn man da nimmt, das ist ja dann relativ schnell durch, ja. Und das finde ich schwierig. Das ist viel zu groß, viel zu sackig und durchsichtig. Das finde ich jetzt schwierig. Aber ja. Dann haben wir Handschuhe. Nochmal Handschuhe. Ganz simple Handschuhe. Ja, kann man haben, muss man nicht. Und dann haben wir nochmal eine Mütze. Die ich vielleicht auch stricken würde. Doch. Aber mit einer anderen. Mit kleineren Nadeln. Also es ist jetzt eine Mütze mit Zopfmuster und das Zopfmuster ist schön. Und ich glaube, auch die Mütze, ich finde die schön, auch wenn ich kein Mützentyp bin. Aber die wird gestrickt mit Nadelstärke 5 mm, 6 mm, 6 mm. Eben, ich würde die vielleicht mit einer 4er stricken. Mit einer 4er und einfach dementsprechend vergrößern, dass 2, 3 Zopfmuster mehr da drauf sind. Und dann wird mir die schon besser gefallen. Und dann sind wir beim letzten. Ja, ja, das ist jetzt das letzte. Das ist das letzte Strickprojekt im Buch. Und das ist so ein mehrfarbiger Pullover. Zwischen, ja, einfach mehrfarbig. Das ist jetzt nicht nur gestreift, weil die Ärmel sind ja in einer Farbe. Das ist auch ganz was Simples. Ob ich das jetzt einfarbig mache oder mehrfarbig, glaube ich, spielt da keine Rolle. Aber es sind wieder überschnittene Ärmel. Das heißt, im Prinzip ist das dasselbe Bulli wie ganz am Anfang. Ja, also im Prinzip ist es dasselbe Bulli wie am Anfang, nur am Anfang haben wir halt Blümchen drauf gestickt und da haben wir uns halt ein paar Farben einfallen lassen. Jo. Ja, meine Lieben, wenn ich das Buch so im Laden gesehen hätte, hätte mir das Buch gekauft, doch. Weil da die paar Bullis drin sind, die wirklich göttlich sind. Der graue im Patent, aber auch der mit dem Bobbelchen, also ja, und die Strickjacke, die gelbe. Göttlich. Aber es sind auch wieder andere Projekte drinnen, wo ich weiß, die werde ich in meinem Leben niemals stricken. Das ist so ein bisschen zwiegespalten. Aber ja, ich hätte es gekauft, doch. Ich habe keine Ahnung. Laut Etikette hinten dran. In Deutschland sind es 28 Euro, in Österreich 28,80. Das müsst ihr dann halt schauen. Aber somit habt ihr jetzt einen Einblick in das Buch und wisst, ob das für euch was wäre oder eben nicht. Ich freue mich schon auf meinen Restepulli. Da freue ich mich effektiv schon drauf. Ich habe keine Ahnung, ob ich den jetzt, heuer, bei dem Wetter, wenn es weiterhin so warm bleibt, überhaupt tragen kann oder ob ich auf den nächsten Winter warten muss. Ich habe keine Ahnung. Aber ich freue mich da schon drauf, weil ich weiß, dass ich dann dieses Garn benutzt habe und dass ich so einen ganz einen simplen Bulli zur Hand habe, den ich einfach so mal schnell drüber schmeißen kann. So ähnlich wie auch das hier. Also ich habe irgendeine Hose an, ich habe irgendein Shirt drunter und ich kann den Bulli drüber werfen. Ich greife in meinen Schrank und kann dann den Bulli raussuchen, unabhängig, um mir da den Kopf zerbrechen zu müssen, ob mir das jetzt steht. Ob ich da, also ich fühle mich mit dem einfach wohl. Ich werfe mir das drüber und dann fühle ich mich wohl. Die Farbe ist ja in dem Sinne dann relativ, ob das jetzt so ein dunkelblau ist, weil das passt zu allem. Oder ob das dann bis zuletzt dieses Beige mit Orange ist, weil ich glaube, auch das ist relativ unkompliziert, je nach Hose. Ich habe dann einfach so eine, ja, Basics sind das dann auch nicht. Aber ich muss nicht
vor meinem Schrank stehen und mir überlegen, hoppala, das kann ich nicht anziehen, weil, das kann ich nicht anziehen, weil, sondern ich stehe vor meinem Schrank und kann dann raussuchen, das kann ich anziehen, aber ich kann auch das anziehen oder ich kann das anziehen. Und ich glaube, dass in dem Buch wirklich ein paar Anleitungen drinnen sind, wo ich mir das dann früh morgens einfach denke, bevor ich zur Arbeit gehe. Ich habe jetzt den hier in Arbeit, ich hätte gern den mit dem Böbelchen, ich hätte den wirklich gern, den mit dem Böbelchen, ich weiß nicht in welchem Garn, ich habe da keine Idee, aber den mit dem Böbelchen, den hätte ich gern. Und ich hätte auch gerne den grauen Patent-Bulli, den hätte ich auch gern, ja. Der gefällt mir auch gut, in so einem schönen Patent. Ja, und die Mütze, die eine rote Mütze, die so doppelt gestrickt wird, die hätte ich auch gern, zwar nicht für mich, sondern die zum Verschenken. Meine Lieben, ich habe euch heute alles gezeigt. Ich hole jetzt den Kater vom Balkon. Der hat zwar die zweite Balkontür ist geöffnet, der sitzt aber jetzt hier bei mir und schaut so ein bisschen rein, als hätte ich ihn draußen vergessen. Aber er könnte einfach die andere Balkontür benutzen. Mal schauen. Mal schauen, ob er es macht. Wer weiß, ob das Katzenhirn so weit reicht. Meine Lieben, danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich hoffe, es war wieder was Interessantes für euch mit dabei, auch als Unterhaltung. Und ich wünsche euch viel schöne Strickzeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.